Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Böll-Stiftung zu unserer Tagung Besondere Beziehungen, besondere Verantwortung zu Stand und Perspektiven des deutsch-israelischen Verhältnisses. Ich freue mich sehr über die große Resonanz. Das Thema hat es verdient und das Programm vielleicht auch und unsere Referentinnen ganz bestimmt. Verzeihen Sie meinen etwas unkonventionellen Auftritt, aber wie Sie sehen, bin ich ein bisschen lediert. Vor 2 Tagen wusste ich noch nicht genau, ob ich heute Abend hier stehen könnte, aber das war mir doch ein Herzensanliegen, diese Tagung selbst zu eröffnen und ein paar Worte zu sagen zu den Motiven, den Zielen, die wir damit verfolgen und wie wir die Perspektive der deutsch-israelischen Beziehungen sehen. 50 Jahre nach dem Notenaustausch zwischen Deutschland und Israel im Mai 1965 ist es Zeit für eine kritische Bestandsaufnahme und einen Blick nach vorn. Die positive Botschaft ist, dass das kooperative Geflecht zwischen beiden Ländern über die Jahre immer dichter geworden ist. Es gibt ein solides Fundament deutsch-israelischer Zusammenarbeit, zahlreiche Netzwerke im Bereich der Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, der Medizin, Kultur und Wissenschaft, im Sport und nicht zuletzt im Jugendaustausch. Insoweit machen die deutsch-israelischen Beziehungen einen stabilen Eindruck. Ein genaueres Hinsehen zeigt jedoch Risse im Gebälk. Eine Begebenheit von vergangenen Sonntag, die Sie vielleicht am Rand wahrgenommen haben, spricht Bände. Während eines Zweitligaspiels hier in Berlin zwischen dem FC Union und dem FC Ingolstadt erzwang die Berliner Polizei die Entfernung einer israelischen Fahne aus dem Gäste-Fanblock, die dort als Gruß an einen israelischen Spieler ihrer Mannschaft gezeigt wurde. Die Begründung des Einsatzleiters hieß Gewaltprävention. Die Hüter der öffentlichen Ordnung befürchteten gewaltsame Gegenreaktionen. Dabei vergaß der Einsatzleiter, jedenfalls laut Tagesspiegel, nicht, auf die zahlreichen in Berlin lebenden Palästinenser hinzuweisen, denen offenbar der Anblick der israelischen Fahne nicht zuzumuten ist. In einem ähnlichen Fall stürmte die Duisburger Polizei während des ersten Gaza-Kriegs 2009 die Wohnung eines Studenten, der vor seinem Fenster eine Israel-Fahne aufgehängt hatte, um gegen den Raketenbeschuss durch die Hamas zu demonstrieren. 2 scheinbar marginale Beispiele und dennoch verweisen sie auf deutliche Bruchstellen in den deutsch-israelischen Beziehungen. Und dass wir uns gegenwärtig an einem Wendepunkt befinden, zeigen einige markante Entwicklungen in der gegenseitigen Wahrnehmung. Deutschland und Israel sind durch den Zivilisationsbruch der Shoah verbunden. Untersuchungen zeigen jedoch, dass insbesondere die Jüngeren, und zwar laut einer Bertelsmann-Studie 58% der Jüngeren, zunehmend von einer persönlichen Verantwortung für die Geschichte abrücken. Auch viele Migrantinnen aus dem Nahen Osten und aus muslimisch geprägten Ländern sehen keineswegs ein, dass sie mit der Einwanderung nach Deutschland auch in unsere historischen Verbindlichkeiten eintreten sollten. Wie man hört, gehört Jude heute wieder zu den alltäglichen Beschimpfungen an manchen Schulen. Und viele Lehrerinnen und Lehrer können davon ein Lied singen. Die Rede von der besonderen politischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel ist zunehmend ein Diskurs der politischen und kulturellen Eliten, der von wachsenden Teilen der Bevölkerung nicht mehr geteilt wird. Wir beobachten eine Asymmetrie in der gegenseitigen Wertschätzung und Wahrnehmung. Das Ansehen Israels in Deutschland sinkt dramatisch. 62% geben an, eine schlechte Meinung über Israel zu haben. Dagegen gewinnt Deutschland an Ansehen in Israel. 68% der Israelis
haben eine insgesamt positive Einstellung gegenüber Deutschland. Insofern kann man vermuten, dass auch in Israel der Holocaust nicht mehr allein die Empfindungen gegenüber Deutschland prägt. Einer der zentralen Gründe für die deutsche Abkühlung scheint mir, dass Israel fast nur noch durch das Prisma des Nahostkonflikts und der Besatzungspolitik wahrgenommen wird. Und die dabei vorherrschende Sicht auf Israel als aggressiver Störenfried, dem die geläuterten Deutschen den rechten Weg zum Frieden weisen sollten, wird auf doppelte Weise aus dem historisch-politischen Kontext herausgelöst. Sie wird abgelöst vom Kontext der Shoah, aus dem heraus wir gegenüber Israel nicht im Status der moralischen Überlegenheit argumentieren können. Und sie wird ebenso abgetrennt vom Kontext der Kriege und Konflikte im Nahen und Mittleren Osten, mit dem Erstarken radikal anti-israelischer Kräfte in der Region, Iran, Hezbollah, Hamas, ISIS. Wenn man diese Zusammenhänge ausblendet, erscheint das Sicherheitsbedürfnis vieler Israelis als bloßes historisches Trauma und nicht mehr als reale Sorge vor einer wachsenden Bedrohung. Man kann mit guten Gründen argumentieren, dass ein historischer Kompromiss mit den Palästinensern, also eine Zwei-Staaten-Lösung, auch die Sicherheitslage Israels verbessern wird. Und wir argumentieren so bei jeder Gelegenheit. Auf Dauer gibt es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Aber es vereinfacht die Dinge ein bisschen zu sehr, wenn man so tut, als läge es allein am guten oder schlechten Willen Israels, einen komplexen Konflikt zu beenden, der sich tief in beide Gesellschaften eingefressen hat und der vielfach mit den Umwälzungen verknüpft ist, die gegenwärtig den Nahen und Mittleren Osten erschüttern. Auch unterhalb der aktuellen politischen Konfliktlinien zeigen sich tieferliegende Divergenzen und historische Ungleichzeitigkeiten zwischen Israel und Deutschland. Diametral unterschiedliche Lehren aus der Geschichte prallen aufeinander. Das nur zu gut verständliche israelische "Nie wieder Opfer" reibt sich mit dem deutschen "Nie wieder Krieg". Während für Israel die eigene Wehrhaftigkeit als unerlässliche Garantie für das Überleben des jüdischen Staates gesehen wird, dominiert in Deutschland inzwischen die Vorstellung, dass sich alle Konflikte durch Verhandlungen und guten Willen lösen lassen. Auch die Rolle der Religion entwickelt sich in einer gegenläufigen Dynamik. In Deutschland verblasst zumindest die christliche Tradition der Mehrheitsgesellschaft im Kontext einer weitgehenden Säkularisierung. In Israel dagegen nimmt die Bedeutung der Religion als identitätsstiftendes Merkmal noch zu. Eine zunehmend religiöse Selbstdefinition Israels gefährdet jedoch den Doppelcharakter Israels als jüdischer und demokratischer Staat. Die spezifische historische Verklammerung zwischen Israel als jüdischem Nationalstaat und als einer multiethnischen Demokratie wird sowohl in Israel selbst wie in Europa zunehmend in Frage gestellt. Nicht zuletzt scheint die Bedeutung des Nationalstaats in Europa, zumindest in der deutschen Selbstwahrnehmung, rückläufig zu sein. Dagegen bleibt in Israel der Nationalstaat eine zentrale Bezugsgröße. Israel ist seinem Selbstverständnis nach der einzige Staat, in dem Juden nicht befürchten müssen, erneut diskriminiert und verfolgt zu werden. Was folgt daraus für die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen? Eine ritualisierte Beschwörung der deutsch-israelischen Freundschaft reicht nicht aus. Wir brauchen einen Diskurs über die Unterschiede und wir brauchen eine gegenseitige Anerkennung der Unterschiede. Gleichzeitig können wir bei allen Differenzen festhalten, dass unsere Gesellschaften immer noch verbunden sind durch eine Wertegemeinschaft, für die Demokratie und Zivilgesellschaft konstitutiv sind. Und genau diese Werte gilt es auf beiden Seiten zu verteidigen. Als Teil dieser Wertegemeinschaft und im Bewusstsein unserer Vergangenheit sind wir solidarisch mit Israel.
Solidarität bezeichnet hier eine grundlegende Haltung, aus der heraus auch Kritik möglich und notwendig ist. Wenn die Rede von der besonderen Verantwortung Deutschlands noch einen Sinn haben soll, muss sie sich auf die Sicherheit Israels beziehen. Auch das war und ist nicht unumstritten. Sind wir bereit, Sicherheitsgarantien zu übernehmen, wenn sich Israel aus der Westbank zurückzieht und damit der Flughafen Ben-Gurion oder eine Metropole wie Tel Aviv nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt sind? Und wie halten wir es mit Waffenlieferungen an Israel? Ich erinnere nur an den heftigen Konflikt um die Lieferung von Patriot-Abwehrraketen während des ersten Golfkrieges und an die aktuelle Debatte um U-Boote. Kritiker dieses Deals berufen sich auf den Grundsatz, keine Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Danach wäre Israel also für uns ein Staat wie jeder andere, zu dem wir tunlichst Distanz halten sollten. In einigen Teilen Europas erfährt die Bewegung für einen Boykott Israels breite Zustimmung. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Initiativen, die die Boykottbewegung unterstützen. Ich halte das für einen gefährlichen Irrweg. Ein kollektiver Boykott, der sich wahllos gegen israelische Künstler, Wissenschaftler, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft oder demokratische Parteien richtet, wird weder der Komplexität der Situation gerecht, noch trägt er zur Lösung des Konflikts bei. Im Gegenteil, er wird nur die Wagenburg-Mentalität in Israel stärken und der israelischen Rechten in die Hände spielen. Aber jenseits dieses funktionalen Arguments verbietet sich für jeden, der noch einen Rest von historischem Bewusstsein hat, eine Kampagne, die auf Boykott, Isolierung und Stigmatisierung des jüdischen Staates zielt. Es gibt leider gute Gründe, sich um Israel Sorgen zu machen. Die gegenwärtige Regierung begibt sich in eine zunehmende internationale Isolation und sie riskiert das größte politisch-moralische Kapital des Landes, seinen demokratischen Charakter. Was können wir als politische und zivilgesellschaftliche Akteure also tun, um die deutsch-israelischen Beziehungen zukunftsfest zu machen? Wir sollten uns einsetzen für wechselseitiges Verstehen als Grundlage für Kritik, Multiplikatorinnen und junge Führungskräfte zusammenbringen, und zwar nicht einmalig, sondern kontinuierlich, zivilgesellschaftliche Akteure vernetzen, die sich hier wie dort für gemeinsame Werte einsetzen, den Blick auf Israel über die Engführung auf den israelisch-palästinensischen Konflikt erweitern und die israelische Gesellschaft mit all ihrer Vielfalt, ihrer kreativen Dynamik und ihrer notorischen Streitkultur sichtbar zu machen. Und um noch einen politisch-praktischen Punkt zu nennen, wir sollten unbedingt die Energiepartnerschaft zwischen unseren Ländern ausbauen, die dem enormen Potenzial an erneuerbaren Energien in Israel auf die Sprünge hilft und damit auch die Energiesicherheit des Landes verbessert. Schließlich kann und muss Deutschland im Verein mit der Europäischen Union eine aktivere, vermittelnde Rolle im Nahostkonflikt spielen. Letztlich können nur die beiden Parteien selbst, Israelis und Palästinenser, miteinander Frieden schließen. Sie müssen bereit sein, ihren Kampf um ein und dasselbe Territorium mit einem historischen Kompromiss zu beenden, Land gegen Frieden. Aber alle Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass bilaterale Verhandlungen, wenn überhaupt, nur eine Erfolgschance haben, wenn sie in einen moderierten Prozess eingebunden sind. Dazu braucht es Staaten, die bereit sind, als Treuhänder und Garantiemächte für eine Zwei-Staaten-Lösung aufzutreten. Wird diese Option von der neu zu bildenden Regierung Israels ausgeschlagen, dann kommen ganz andere Modelle für die Gleichberechtigung der Palästinenser ins Spiel, die auch den Charakter Israels tiefgreifend verändern werden. So oder so sollten wir alles tun, damit sich Deutschland seiner besonderen Verantwortung für Israel bewusst bleibt, indem wir Dialog und Kooperation
zwischen unseren Gesellschaften ausbauen. Ich möchte abschließend allen sehr herzlich danken, meinen Kolleginnen und Kollegen, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Ein besonderer Dank geht an Kerstin Müller, unsere Büroleiterin in Israel, und Marianne Zepp, und an Bauke Baumann, unseren Referatsleiter in der Ost, und Michaela Birk hier in Berlin. Auch an die Übersetzerinnen, an das Tagungsbüro und unsere Kommunikationsabteilung. Ihr habt einen wunderbaren Job gemacht. Wir freuen uns, dass wir ab heute bis zum 8. Mai eine Ausstellung des israelischen Künstlers Gibrilla zeigen können. Sie zeigt Siebdrucke, Videos und Fotografien, die 2014 in Berlin entstanden sind und sich mit, ich zitiere, möglichen versteckten Botschaften in deutsch-israelischer und palästinensisch-israelischer Geschichte und Gegenwart beschäftigen. Und noch ein letzter Hinweis: Heute Abend nach unserer Podiumsdiskussion wird es Live-Musik geben, eine Jazzband, die Jazzy Berlin Community Band. Sie wurde 2011 von dem in Berlin lebenden israelischen Musiker Avi Albas Ben Chamo gegründet und besteht aus israelischen und deutschen Musikern. Und jetzt ist es mir ein Vergnügen und eine Ehre, Yehuda Bauer anzukündigen. Ich vermute, Sie alle oder die allermeisten werden ihn zumindest dem Namen nach kennen. Er ist Historiker und emeritierter Professor für Geschichte und Holocaust-Studien am Abraham Haman Institute of Contemporary Jewry an der Hebräischen Universität von Jerusalem und akademischer Berater für Yad Vashem, als dessen Gründungsdirektor er international bekannt wurde. Er wurde 1926 in Prag geboren. Seine Familie emigrierte 1939 nach Israel. Er war dort in seiner langen akademischen Karriere unter anderem Herausgeber des Journal of Holocaust and Genocide Studies. Er hat zahlreiche Essays und Bücher über den Holocaust geschrieben und ist einer der bekanntesten politischen Intellektuellen Israels und ein sehr guter Kenner der deutsch-israelischen Geschichte und Gegenwart. Er sprach 1998 anlässlich der Gedenkstunde zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus vor dem Deutschen Bundestag. Herr Professor Bauer, kommen Sie bitte zum Pult. Vielen Dank. Vielen Dank, Herrn Füchs. Es ist klar, dass die Juden Israels, aber auch die Juden in der Diaspora traumatisierte Gesellschaften sind. Das ist auch nicht verwunderlich, denn ein Drittel des jüdischen Volkes wurde im Zweiten Weltkrieg ermordet oder starb an den Folgen nationalsozialistischer Judenpolitik. Bei den Armeniern, den Roma, den Tutsi, den amerikanischen Indianern und anderen, kann man ähnliche Reaktionen beobachten. Aber die Juden haben nach der Katastrophe ein starkes Staatsgebilde errichtet, die anderen nicht. Das Verhältnis zu Deutschland und zu Deutschen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert, aber ist und wird auch in der Zukunft von der Shoah radikal beeinflusst sein. Wie die Shoah in der tief zersplitterten israelischen Gesellschaft gesehen wird, gehört also zu den zwischenstaatlichen und zwischengesellschaftlichen Beziehungen. Für die heutigen Juden Israels besteht die psychologische Schwierigkeit zu akzeptieren, dass damals das jüdische Volk im Allgemeinen
und die Juden Palästinas im Besonderen fast völlig ohnmächtig waren, etwas für die Juden Europas zu tun. Die halbe Million palästinensischer Juden waren für die Briten eben nur eine sehr problematische Minderheit im Mittleren Osten. Die Juden Palästinas, der Yishuv auf Hebräisch, wurde von der Jewish Agency geleitet, mit David Ben-Gurion von der Arbeiterpartei an der Spitze. Es gab einen illegalen bewaffneten Untergrund, die Haganah, Hebräisch Verteidigung, der aber sehr schwach bewaffnet war. Die viel kleinere, rechtsgerichtete Irgun, nationale militärische Organisation, seit 1943 von Menachem Begin geführt, erklärte im Januar 1944 den Engländern den Krieg, in Anführungszeichen. Die Ursache waren die Hiobsbotschaften, die seit November 1942 dem Yishuv klargemacht hatten, dass die Juden Europas von den Deutschen ermordet werden. Dass damit der Irgun eigentlich objektiv die Nazis, gegen die England kämpfte, unterstützte, wurde und wird ignoriert. Eine dritte Untergrundbewegung, der Lechi, Lochamei Chirut Israel, Kämpfer für die Freiheit Israels, auch die Sterngruppe genannt, der ca. 120 bis 200 Mitglieder hatte, war eine terroristische Organisation, die die Engländer bekämpfte. In 1977 kam Begin an die Macht. Sein Nachfolger Yitzhak Shamir war einer der drei Leiter des Lechi gewesen. Begin und Shamir stammten beide aus Polen und hatten dort alle ihre Familienmitglieder verloren. Ihre Politik kann ohne Bezug auf das Schicksal ihrer Familien und ihrer Gemeinschaften nicht verstanden werden. Die Leitung des Yishuv war sich ihrer Machtlosigkeit durchaus bewusst. Im Gegensatz sowohl zu der damaligen jüdischen Bevölkerung als auch zu der jetzigen israelischen Gesellschaft. Trotzdem versuchte man zu helfen. Ben-Gurion errichtete eine Dreimann-Gruppe, die im Geheimen versuchte, Rettungsaktionen vorzunehmen. Die Gruppe bestand aus Ben-Gurion, Moshe Charet, damals Shertok, dem Leiter der politischen Abteilung der Jewish Agency, und Eliezer Kaplan, dem Finanzmann der Jewish Agency. Drei Rettungspläne, die bis heute lebhaft diskutiert werden und die einen wichtigen Teil der heutigen Stellungnahme Israel zur Shoah und auch zu Deutschland und den Deutschen darstellen, wurden während des Krieges versucht. Alle scheiterten. Der erste war ein Vorschlag der faschistischen rumänischen Regierung, für horrende Geldsummen Juden zu verkaufen und sie irgendwie nach Palästina auszuschleusen. Doch die Deutschen legten sofort ihr Veto ein und damit war mit der Sache Schluss. Die Rumänen waren nicht bereit, gegen deutsche Politik zu handeln. Ein zweiter Plan, der sogenannte Europaplan, wurde von jüdischen Aktivisten in der Slowakei entwickelt, die versuchten, die Nazis zu bestechen, um wenigstens die Todestransporte, die aus den verschiedenen europäischen Ländern nach Polen gingen, zu unterbinden. Durch seinen Sekretär ließ Himmler den deutschen Verantwortlichen für diese Verhandlungen, Dieter Wislizeni, wissen, dass er auf eigene Faust versprechen könne, was er will, und man dann sehen würde, was daraus herauskommt. Dahinter steckten Himmlers erste Versuche, mit den westlichen Alliierten in Verbindung zu treten, in der Hoffnung, eine gemeinsame Front gegen die Sowjetunion aufzustellen. Da die Juden der Nazi-Ideologie gemäß den Westen beherrschten, könne man versuchen, über die Juden zu den Amerikanern zu kommen. Im August 1943 kam dann der Befehl Himmlers, alle Kontakte abzubrechen. Er hatte inzwischen einen direkten Weg zu den Amerikanern durch Schweden gefunden, den er dann auch wirklich beging. Der dritte Plan ist der israelischen und allgemeinen Literatur endlos beschrieben worden. Das deutsche Angebot im Mai 1944, 1 Million Juden auswandern zu lassen, um den Preis von 10.000 LKWs mit Winterausrüstung für Einsatz im Osten. Wir wissen heute, dass das ein weiterer Versuch Himmlers war, über die Juden mit den USA, um eine Allianz gegen die Sowjets zu verhandeln.
Die jüdischen Vertreter sahen in diesen Kontakten eine Möglichkeit, den Massenmord während solcher Verhandlungen, die natürlich zu nichts führen würden, aufzuhalten. Die Alliierten waren allerdings zu solchen Schritten nicht bereit, sodass das Ganze eigentlich völlig illusorisch war. Trotzdem gelang es den jüdischen Leitern in Budapest, mit Rezsö Kastner an der Spitze, einen Transport zu retten und dann auch am Ende des Krieges das Lager Bergen-Belsen kampflos an die Engländer zu übergeben. Nach dem Krieg 1954 wurde Kastner angeklagt, mit den Deutschen verhandelt zu haben und die ungarischen Juden vor dem Massenmord nicht gewarnt zu haben. Das Gerichtsverfahren führte zu einer Art von Verurteilung Kastners, das aber vom obersten Gericht nichtig gemacht wurde. Kastner selbst wurde von rechtsradikalen Nationalisten ermordet. Die ganze Geschichte wurde in Theaterstücken, Büchern und unzähligen Zeitungsartikeln thematisiert. Und bis zum heutigen Tag werden in der israelischen Gesellschaft die drei misslungenen Rettungsversuche und besonders die Brandt-Kastner-Affäre lebhaft und wiederholt diskutiert, als ob es sich um aktuelle Probleme handelte. Endlose emotionelle Ausbrüche in den Medien und sogar auf der Straße fanden und finden statt. Ein klarer Beweis für die Existenz eines schweren Traumas. Die Leitung des Yishuv vor 1948 und die Regierung in Israel bis 1977 sowie auch Personen wie Kastner waren mit der Arbeiterpartei oder der linksradikalen Mapam, der Vereinigten Arbeiterpartei, verbunden. Die Kritiker kamen, nicht alle, aber doch zu großem Teil, von der rechtsgerichteten Opposition von Begin geleitet. Sie behaupteten, und sie tun es auch heute, dass der Yishuv hätte viele der Juden Europas retten können. Aber die Leiter der Linken, wie Ben-Gurion, hätten die Rettungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen und ausgenutzt. Nicht nur das, sie hätten sogar wie Kastner mit den Deutschen verhandelt, statt ihnen die Stirn zu bieten. Sozialdemokraten und die Linke überhaupt seien eben Weichlinge und Verräter, damals und später und eben auch heute. Die Geschichte des Holocaust vom jüdischen Standpunkt wurde angeblich von der zionistischen Linken geschrieben und das müsse sich ändern. Man beschuldigt eigentlich nicht die Deutschen, sondern sich selbst, das heißt die machtlosen jüdischen Politiker von damals, dass die Juden ermordet wurden. Eine fast masochistische Einstellung, die auf die Tiefe des Traumas hinweist. Die Shoah wird von Politikern, besonders aber nicht nur von der Rechten, instrumentalisiert und damit verfälscht. Historische Analogien dienen aktuellen politischen Zielen. So verglich zum Beispiel Ariel Sharon Israel mit der Tschechoslowakei 1938 und Begin sah in Arafat in Beirut den Hitler im Berliner Bunker. Heutiger europäischer Antisemitismus wird von Netanyahu mit dem Europas im Zweiten Weltkrieg gleichgestellt. Iran ist Hitler-Deutschland. In den ersten zwei Jahrzehnten der Existenz Israels war die Historiografie des Holocaust zentral mit der Frage beschäftigt, warum sich die Juden Europas nicht zur Wehr gesetzt hatten. Man wusste ziemlich wenig über die jüdischen Partisanen in der Sowjetunion, Polen und anderswo in Europa und behandelte hauptsächlich den Warschauer Ghettoaufstand und teilweise auch andere Ghettoaufstände und Aufstände in den Vernichtungslagern Treblinka, Sobibor und Birkenau. Jüdischer bewaffneter Widerstand dort, aber auch bei Partisanen in ganz Europa, war zum großen Teil von linksgerichteten zionistischen Jugendverbänden, jüdischen Kommunisten und Mitgliedern der polnisch-jüdischen sozialistischen Partei Bund, die antizionistisch und antireligiös orientiert war, geleitet oder mitgeleitet worden. Romane, Gedichte, Theaterstücke und Filme wurden produziert, die den Widerstand als zentrales Ereignis der Shoah feierten. Und damit das Leiden der Millionen ungewollt, muss man sagen,
in den Schatten stellte. Es dauerte bis wenigstens zum Eichmann-Prozess 1961, bevor eine Identifizierung mit denen, die nicht Widerstand geleistet hatten, möglich wurde. Man begann zu verstehen, dass es zu einem Widerstand keine praktische Möglichkeit gegeben hatte. Oder dass man verzweifelt war und der Widerstand kein Ausweg war. Oder dass man die wehrlosen Familienangehörigen nicht im Stich lassen wollte. All dies rief, besonders bei jungen Israelis, eine Welle der Einfühlung mit den Opfern hervor. Das Opfersein wurde und ist noch immer eine allgemein gültige Auffassung und ist auch nicht erfunden. Man sieht ja heute unzählige antisemitische Versuche, die Juden wieder als Opfer zu markieren. Dies ist keineswegs eine instrumentalisierte politische Reaktion auf die Shoah. Europäischer und dann hauptsächlich heute auch radikal-islamischer Antisemitismus versuchen ja tatsächlich, die Juden weltweit anzugreifen. In antisemitischer Sicht sind die Juden heute und damals sowohl die eigentlichen Herrscher des Westens als auch Eindringlinge, die als Feinde der Menschheit vernichtet werden sollen. Unzählige islamistische Fernsehprogramme fordern die völlige Vernichtung aller Juden der Welt. Parallelen mit Nationalsozialismus sind also nicht einfach erfunden. Falsch sind sie trotzdem. Zeitgenössische Materialien, besonders aus Warschau, sprechen auch die Beziehungen zu Deutschland und Deutschland neu an. Tagebuchaufzeichnungen beleuchten nicht nur das unsägliche Leiden der Opfer, sondern auch das Benehmen der deutschen Polizisten und Soldaten. Beschreibungen brutal sadistischen Benehmens, nicht nur der SS-Männer, sondern auch der Polizisten, Soldaten und deutscher Zivilisten, von Zeugen am selben Tag oder ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen später niedergeschrieben, ändern so manches an unserer Sicht. Ich glaube, dass die heutige israelische Generation die Deutschen von damals als Teufel in menschlicher Gestalt sieht, die aber von heutigen Deutschen völlig verschieden sind. Die Shoah ist in der israelischen Politik allgegenwärtig. Und viele Politiker sehen alle Feinde Israels und des jüdischen Volkes als Nazis. Wiederholte und ganz ernst gemeinte Drohungen, zum Beispiel in 2015 in radikal-islamischen Medien, die Juden der ganzen Welt inklusive der Juden Israels zu ermorden, rufen eine gewalttätige Reaktion hervor. Paradoxerweise findet man dann aber gerade bei vielen hohen israelischen Militärs und den Geheimdienstlern eine Opposition gegen extreme Gewaltausübung. Die Militärs sind oft die Tauben, die Politiker die Falken. Literatur und Kunst beeinflussen die israelische Politik. Die israelische Literatur, heute schon Weltliteratur, ist überwiegend links. Dasselbe kann man mit etwas Vorbehalt auch von der israelischen Akademie behaupten. Die anti-israelische Boykottbewegung, die sich besonders auch gegen israelische akademische Institutionen wendet, ist deshalb widersprüchlich. Denn es sind gerade die israelischen Universitäten, an denen die Opposition zu der jetzigen Regierungspolitik besonders markant ist. Die Tatsache, dass zum Beispiel russische oder chinesische Lehranstalten nicht boykottiert werden, obwohl Russland und China viel schwerwiegendere Übergriffe an Menschenrechten getätigt haben, stärkt das Opferbewusstsein in der israelischen Politik, das auf der Shoah aufgebaut ist. Auch Amerikaner und Briten sind für viel mehr zivile Toten verantwortlich, im Mittleren Osten und anderswo als Israel. Niemand versucht, Harvard, Yale oder Oxford zu boykottieren. Der Impact der Shoah muss auch die Zersplitterung der israelischen Gesellschaft in Betracht ziehen. Israelische Ultraorthodoxe, auch die Mehrheit der religiösen Zionisten, sehen die Shoah als ein Gottesurteil, das nur durch strikte Beobachtung der religiösen Vorschriften gesühnt werden kann. Alle Nichtjuden sind potenzielle Feinde und beten falsche Götter an. Die Rechte vergleicht heutigen Antisemitismus mit der Shoah und propagiert eine Interpretation der Shoah, die explizit zu gewalttätigen Reaktionen aufruft.
Die politische Mitte und die Arbeiterpartei sehen die Shoah realistisch als eine Tragödie, die gelernt werden muss. Auch da existiert die falsche Meinung, dass die Gründung Israels gewissermaßen eine konstruktive Antwort auf die Shoah war. Links davon ist die Meretz-Partei, mit der sich eine große Anzahl von Akademikern, Schriftstellern, Schauspielern usw. so identifiziert und die die Shoah intensiv, aber realistisch behandelt. In der Gesellschaft herrscht noch immer die Meinung, dass Israel aus der Shoah entstanden ist, sozusagen als Antwort auf den Völkermord. Historische Forschungen haben gezeigt, dass dem so nicht ist. Die Shoah vernichtete das Hauptreservoir einer jüdischen Massenemigration aus Europa nach Palästina. Die Überlebenden in den Displaced Person Camps, den DP-Lagern in Deutschland, Österreich und Italien, übten großen Druck auf die Amerikaner aus, um nach Palästina auswandern zu können. Das führte zu Zwistigkeiten zwischen den USA und Britannien und letztlich zu dem UNO-Beschluss einer Teilung Palästinas unter Errichtung zweier Nationalstaaten. Die Shoah an sich spielte überhaupt keine Rolle, sondern die Situation im Mittleren Osten unter Druck der DP-Lager. Die Sowjets erwähnten zwar die Verfolgung der Juden im Weltkrieg, doch das war nur Theater. Die Shoah hatte die Unabhängigkeit Israels fast nichtig gemacht, denn mehr Shoah hätte weniger Israel bedeutet. Weniger Shoah, mehr Überlebende und größere Chancen einer jüdischen Unabhängigkeit. Ein Schuldgefühl gegenüber den jüdischen Opfern gab es überhaupt nicht. Wie stellt sich nun die israelische Gesellschaft zu Deutschland und den Deutschen? Bei den Elterngenerationen, insbesondere bei vielen Überlebenden, bleibt noch sehr viel Feindschaft. Bei den Jüngeren ist das Gegenteil zu beobachten. Nicht nur die tausende Israelis, die heute in Berlin und anderswo leben, sehen Deutschland als eine liberale, offene Gesellschaft, sondern das scheint mir auch die Einstellung so ziemlich aller derjenigen zu sein, die sich überhaupt mit der Sache befassen. Die Shoah ist präsent, aber die Täter sind tot. Für die meisten Israelis ist die Shoah ein Trauma, das man weder vergessen kann noch will. Es wirkt ungewollt und mächtig. Und die jetzige antisemitische Welle, durch den Mittelostkonflikt geschürt, vertieft das Trauma noch. Für die meisten ist Deutschlands Regierung diejenige, die Israel politisch, wirtschaftlich und militärisch unterstützt. Die israelische Linke, die gegen die Besetzung palästinensischer Gebiete und die Unterdrückung der Palästinenser steht, sieht in Deutschland, in Europa überhaupt, einen potenziellen Partner in dem Bestreben, den Konflikt zu beenden oder wenigstens zu reduzieren. Für sie bedeutet Zionismus einen Staat mit einer soliden jüdischen Mehrheit und mit voller Gleichberechtigung der nichtjüdischen Minderheit. Eine rechte Regierungspolitik, die auf eine permanente israelische Kontrolle palästinensischer Gebiete zielt, ist also klar antizionistisch, entgegen dem Selbstverständnis der nationalistischen Politiker. Die Shoah ist aber auf beiden Seiten ein allgegenwärtiges Gespenst. Das Problem, wie mit der Shoah umzugehen ist, ist in Israel ein aktuelles und leidenschaftlich diskutiertes Thema. Es ist klar, dass jede Generation und eigentlich jeder Einzelne und jedes Kollektiv jüdischer Menschen ihre eigene Lektion lernen. Denn die Shoah an sich war eben ein ganz besonderer Völkermord, der einen Sinn nur für die Mörder hatte. Für die Opfer und ihre Nachkommen war und ist die Shoah letztendlich sinnlos. Der Sinn musste erst im Nachhinein in die Vergangenheit eingeführt werden. Die Einstellung zu Deutschland ist natürlich sehr stark von der Shoah beeinflusst, aber in fast umgekehrtem Sinne als in den 50er Jahren. Deutschland ist ein alliiertes Land, in dem zwar auch Antisemitismus grassiert, aber indem man versucht, die Shoah zu bearbeiten. Die israelische Linke sieht in einem Kompromiss, der einen palästinensischen Staat in den mehr oder weniger 1967 Grenzen anerkennt,
und Israel gleichzeitig gegen mörderisch antisemitischen radikalen Islamismus verteidigt und der von europäischen Staaten und besonders auch von Deutschland unterstützt wird, einen Ausweg. Danke für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Professor Bauer. Sie haben nochmal verdeutlicht, was der Kernpunkt, der Knotenpunkt in diesen deutsch-israelischen Beziehungen ist und noch auf sehr lange Zeit bleiben wird und wie sich die Geschichte der Shoah und die Erinnerung daran mit gegenwärtiger Politik sowohl in Israel wie in den deutsch-israelischen Beziehungen verknüpft. Das war eine wunderbare Vorlage für die Podiumsdiskussion, die jetzt folgt. Und ich würde gerne die Teilnehmerinnen auf die Bühne bitten und Teilnehmer. Ich stelle sie noch mal pro forma kurz vor, weil ich davon ausgehe, dass eine persönliche Einführung hier nicht nötig ist. Ich beginne mit der Dame auf dem Podium, Ifat Weiss, eine langjährige Kooperationspartnerin und ich glaube, sagen zu können, gute Freundin der Böll-Stiftung. Sie ist Professorin für jüdische Geschichte und Leiterin des Franz-Rosenzweig Minerva Research Centers an der Hebräischen Universität in Jerusalem und eine der besten Kennerinnen der deutsch-israelischen Geschichte und Beziehungen in beiden Ländern. Sie hat sich sehr intensiv auch als Forscherin mit diesem Thema beschäftigt, hat auch über lange Strecken in Deutschland gelebt und geforscht. Eine feine Intellektuelle. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Ifat. Zu Ihrer Rechten Michael Wolfson, auch er medial eine sehr bekannte Persönlichkeit, Historiker und emeritierter Professor für neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Und mit einer, ich glaube, noch immer wachsenden, wenn ich das richtig wahrnehme, Präsenz in den öffentlichen Debatten in der Bundesrepublik, immer wenn es um geschichtspolitische Fragen geht, mit aktueller Bedeutung. Herzlich willkommen auch. Und last but not least, der am wenigsten Bekannte hier auf dem Podium, Joschka Fischer, jetzt Publizist und ehemaliger Bundesminister des Auswärtigen. Und Joschka war in den 7 Jahren, denen er als Außenminister hier fungiert hat, hat tatsächlich eine aktive Israel- und Nahostpolitik betrieben und hat sich in sehr kurzer Zeit auch ein großes Ansehen in der Region erarbeitet. Und er ist, glaube ich, einer derjenigen, die mit am kompetentesten aus einer Akteursperspektive etwas sagen können zu den Komplikationen und zu den Perspektiven im deutsch-israelischen Verhältnis. Und ich würde ihn auch gerne bitten, ein paar einleitende Bemerkungen zu machen. Nach diesen einführenden Statements auf dem Podium sehen wir mal, dass wir möglichst schnell in eine lebhafte Diskussion, in ein Gespräch kommen. Bitte sehr, Joschka.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Im Grunde genommen müsste man eigentlich eine Darstellung, eine Spiegelung der deutschen Entwicklung im Verhältnis zu Israel auf dem Hintergrund der Shoah machen, um eine entsprechende Diskussion führen zu können. Und vielleicht ist ja für die jüngere Generation jetzt dieser neue Auschwitz-Prozess von nicht zu unterschätzender Bedeutung als Vergegenwärtigung dieses furchtbaren Teils der deutschen Geschichte ganz wichtig. Man kann sich die Frage stellen, was soll es noch, einen über 90-Jährigen vor Gericht zu stellen? Aber ich denke, was da sehr klar zum Ausdruck kommt, ist, dass es eben nicht nur Einzeltäter waren, die an diesem furchtbaren Völkermord beteiligt waren, sondern dass ganze Apparate zuarbeiten mussten. Züge mussten fahren, Menschen mussten erfasst werden durch Polizisten, in entsprechende Sammellager gebracht werden. Und auch, denke ich, da hat der eine oder vor allen Dingen der Historiker Götz Ali einen wichtigen Beitrag geleistet, als er klargemacht hat, die Shoah war auch ein großer Raubzug. Das heißt, da haben viele zugelangt, sich bereichert. Und es kommen dort nicht nur die Brutalitäten, die Sadismen zum Vorschein, sondern auch hundsgemeine, miese Charaktere. Und zwar nicht einzeln, sondern in einer breiten Masse. Ich denke, das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, um die ganze Komplexität zu begreifen. Der Nationalsozialismus und vor allen Dingen dieses Jahrhundertverbrechen, das war nichts, was im Geheimen von wenigen 150-prozentigen Antisemiten gemacht wurde. Sondern der Nationalsozialismus fand auf breiter Grundlage statt. Ich denke, das ist gerade jetzt, wo sich durch den Fortgang der Zeit die letzten Zeitzeugen beginnen zu verabschieden, ganz wichtig, dass dieses festgehalten wird. Und das hat natürlich die Nachkriegsgeschichte zutiefst geprägt. Und ich bin Jahrgang 48, ich bin da reingeboren. Und diese Generation, das waren jetzt nicht persönlich, aber das war die Elterngeneration, das waren die Lehrer, das waren die Autoritäten, wohin man kam im damaligen Deutschland. Und dass es zu der Aufnahme der Beziehungen kam, ist eigentlich für mich nach wie vor fast ein Wunder. Und insofern, Ralf, ich glaube, das deutsch-israelische Verhältnis, zumindest aus deutscher Sicht, war immer sehr stark elitengeprägt. Da soll man sich keine Illusionen hingeben. Es waren auch gesellschaftliche Akteure. Die evangelische Kirche musste sozusagen Druck ausüben, weil die Apparate, etwa das Auswärtige Amt, eher skeptisch waren. Dort dominierte die Tradition der Arabisten und das sollte man auch nicht drumherum reden. Ich denke, vielleicht das ganz in die aktuelle Debatte. Ich gehöre nicht zu denen, die meinen, eine Demokratie wird besser, je mehr direkte Demokratie wir haben. Die deutsche Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland beweist das Gegenteil. Und auch und gerade die deutsch-israelischen Beziehungen. Wir hätten keine Westbindung, wir hätten keine NATO, nichts dergleichen mit Volksabstimmung damals gehabt. Und hätte, ich glaube, die Ostverträge wären mit Volksabstimmung durchgegangen. Aber ansonsten die wichtigen Entscheidungen nach Kriegsdeutschlands, inklusive des Verhältnisses zu Israel, sehe ich nicht, dass sich hier Besseres entwickelt hätte, sondern im Gegenteil. Und deswegen glaube ich, dass es eminent wichtig war, dass die deutschen Nachkriegseliten, und zwar quer zu den Parteien und teilweise in wüstem Streit,
aber hier eine klare Position der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gefunden haben. Das war ein bitterer Streit innerhalb der Eliten und in der Gesellschaft und auch zwischen den Generationen. Das darf man nicht vergessen, weil es nicht einfach war, ein Erbe anzutreten. Sozusagen, Opa war mal halt Massenmörder, das nimmt man so hin. Nein, das kann man nicht so hinnehmen. Und insofern war auch in meiner Erinnerung der Eichmann-Prozess von ganz entscheidender Bedeutung. Vorher hat das keine große Rolle gespielt. Da wurde geraunt, es war noch die Vorfernsehzeit, da war das im Wesentlichen in Familien und Verwandtschaftskreisen, da wurde geraunt, da wurde gemurmelt, da fielen mal irgendwelche Worte, die man als junger Mensch nicht zuordnen konnte. Aber diese systematische Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit war für mich, begann mit dem Mann im Glaskasten. Danach kam dann später in den 60er Jahren der große Auschwitz-Prozess und andere Vernichtungslagerprozesse. Es hat lange gedauert, bis in der Schule sozusagen diese Aufarbeitung eine Rolle spielte. Ich war da schon nicht mehr in der Schule, weil es mich da nicht lange gehalten hat. Aber es war eigentlich, hat bis in die 70er Jahre gedauert, bis das mehr oder weniger systematisch aufgearbeitet wurde. Und ich denke auch, gesellschaftliche Organisationen wie Aktion Sühnezeichen spielten eine große Rolle, junge Menschen nach Israel zu bringen und Verbindungen herzustellen. Insofern gab es hier gesellschaftliche Initiativen, die stark kirchlich geprägt waren. Aber machen wir uns keine falschen Illusionen. Eine Mehrheit war das nicht. Es gab eine Mehrheit in den politischen Eliten, die klar gesehen hat, Deutschland muss sich seiner Vergangenheit stellen. Davonlaufen kann man nicht. Und es war richtig, weil ein Davonlaufen hätte nicht funktioniert. Ich sehe da auch einen engen Zusammenhang zwischen der deutschen Einheit, dem Vertrauen, das dafür notwendig war, und der Tatsache, dass sich das demokratische Deutschland seiner Vergangenheit gestellt hat. Dafür spielte natürlich die Beziehung zu Israel eine entscheidende Rolle. Und diese Beziehungen sind einerseits geprägt durch die Shoah, die deutsche Rolle im israelischen Bewusstsein in einem gewissen Sinne auch fixiert hat. Und auf der anderen Seite durch eine sehr intensive, praktische Zusammenarbeit. Ralf, ich glaube allerdings nicht, dass Deutschland dazu berufen ist, dass wir den Nahostkonflikt da eine Vermittlerrolle spielen können. Also was Kerry und die Amerikaner nicht hinbekommen, bekommen wir garantiert nicht hin. Das kannst du vergessen. Das halte ich für irreal. Was ich immer sehr wohltuend oder als sehr positiv empfunden habe, ist, in den Diskussionen mit den Palästinensern, in der arabischen Welt, war mein Eindruck der, je klarer es war, dass unser Verhältnis zu Israel und worin dieses Verhältnis besteht, dass wir überhaupt nicht diskutieren über die Frage des Existenzrechts, dass das für uns ein gegebenes Faktum ist, aus. Dass wir nicht diskutieren über unsere Geschichte, sondern das ist ein Faktum. Ich war mal in der Situation, zu Ahmadinejads Zeiten, zu Iranern zu sagen, also sie wollen mir sagen, es hat keinen Holocaust gegeben. Sie sagen das einem Deutschen. Das ist etwas absurd. Und insofern, je klarer diese Position ist, desto einfacher war dann aber auch der Umgang mit der arabischen oder palästinensischen Seite. Das wurde akzeptiert, das ist meine Erfahrung. Und nur wenn man da unklar wurde, gab es Probleme. Insofern rate ich, an dieser Grundstruktur festzuhalten. Wir sind begrenzt, was unsere Einflussmöglichkeiten in diesem Konflikt anbetrifft. Zuerst und vor allen Dingen aufgrund der Geschichte. Aber gleichzeitig haben wir ein sehr positives Verhältnis zu Israel entwickelt, das genutzt werden kann im europäischen Rahmen, aber auch im bilateralen Rahmen. Und dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln, dazu rate ich
dringend. Die Frage der Entwicklung des modernen Antisemitismus ist etwas, was dringend ins Zentrum gestellt werden muss. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da aktiver noch werden im Rahmen der Europäischen Union in Europa, dass Juden, jüdische Menschen, Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten der EU wieder anfangen müssen, Angst zu haben. Das ist nicht akzeptabel. Dass jüdische Kindergärten bewacht werden müssen, sozusagen wie Hochsicherheitseinrichtungen, finde ich schlicht und einfach pervers. Das ist nicht akzeptabel. Und da bin ich auch nicht bereit, zum Alltag überzugehen, zu sagen, das ist halt so, die Welt ist schlecht, etc. Nein. Dabei geht es nicht um große internationale Politik, dabei geht es um uns. Welche Verhältnisse herrschen in Europa? Dabei geht es um die Bürgerinnen und Bürger, in welcher Demokratie wollen sie leben? Und für mich ist der Schutz von Minderheiten auf dem Hintergrund der europäischen Geschichte etwas, was auf der Agenda ganz oben stehen muss. Und zwar für die Minderheiten, aber auch für uns selbst. Weil der Maßstab der Freiheit wird an der Freiheit und an der Sicherheit der Minderheiten gemessen in einer offenen Gesellschaft und nicht an der Mehrheit. Das ist die Erfahrung, die wir aus der europäischen Geschichte ziehen müssen. Also wenn ich heute auf die deutsch-israelischen Beziehungen schaue, dann sind sie weit von perfekt. Aber insgesamt glaube ich, es ist über die Jahre und quer zu allen Bundesregierungen, egal wie sie sich parteipolitisch zusammengesetzt haben, ein Vertrauensverhältnis entstanden, das belastbar auch ist. Nur ich rate uns selbst, wir sollten die Belastbarkeit nicht testen. Das sollten wir wirklich schön lassen. Sondern wir sollten wissen um unsere Grenzen und um unsere Verpflichtungen, die sich aus der Geschichte, aber auch aus diesen Beziehungen, eine eigene Geschichte darstellen. Deutsch-israelische Beziehungen bestehen ja nicht nur aus diesem Megatrauma. Gott sei Dank, mittlerweile hat sich dort sehr viel entwickelt. Und ich denke, das weiter auszubauen, da besteht eine echte Chance. Und ansonsten sollten wir unsere Möglichkeiten im Rahmen, im europäischen Rahmen, im westlichen Rahmen nutzen, um unseren Beitrag für einen Nahost-Friedensprozess zu leisten. Bei dem muss ich allerdings abschließend sagen, ich selber sehr skeptisch bin, wenn ich mir die gegenwärtige Situation anschaue. Vielen Dank, Ifat. Ich möchte Ihren Beitrag jetzt nicht vorwegnehmen, aber würde Sie doch bitten, auf eine Frage mit einzugehen, nämlich was aus Ihrer Sicht die zunehmende Historisierung der Shoah dann bedeutet für unsere Beziehungen. Danke. Funktioniert? Ja. Danke, und ich würde vielleicht damit anfangen, um zu sagen, dass ich überlegt habe, als vorher gesprochen wurde und als Yehuda Bauer gesprochen hat, ich hatte gerade überlegt, im Sinne der unterschiedlichen Lehren, das war bei dir, Ralf, auch sozusagen die Deutschen und die Israelis haben unterschiedlichen Lehren aus der Shoah gezogen, und in diesem Sinne wäre die sozusagen das, was den Israelis in dem Sinne zugeschrieben wird, nie wieder Opfer. Und das würde ich in dem Form so nicht, eigentlich in der Form nicht lassen wollen und ein bisschen anders formulieren. Und vielleicht, indem man es ein bisschen anders formuliert, bekommt es einen anderen Sinn. Und ich würde natürlich sagen, es handelt sich um die schreckliche Erfahrung der Wehrlosigkeit. Das ist gar keine Frage. Nur die Erfahrung der Wehrlosigkeit jetzt in dem Sinne zu permanent zum Trauma zu machen, als Trauma, sozusagen Trauma benennen, heißt im Grunde die daraus entstehenden Konsequenzen auch, wenn man so will, ein bisschen in Frage zu stellen. Und ich würde es nicht, ich bestreite nicht, dass es ein Trauma ist, es ist ganz sicher ein Trauma, aber wenn sozusagen als Folge diese Wehrlosigkeit, als Konsequenz
sozusagen das israelische Konsequenz daraus, die Vorstellung ist, permanent souverän zu bleiben, auf die eigene Souveränität zu bestehen, dann ist das eine Konsequenz, die mag historisch falsch sein oder falsch liegen. Sie mag auch die historischen Vorgegebenheiten falsch interpretieren. Und da würde ich nur in diesem kleinen Punkt dem Yehuda Bauer widersprechen wollen. Es sind nicht nur die Rechten, sondern auch die Linken, die falsch deuten. Und wenn Ehud Barak gemeint hat in Auschwitz, wir sind 50 Jahre zu spät gekommen, dann deutet er natürlich auch in dem Sinne falsch. Es ist eine falsche Deutung, aber es ist eine Deutung, die besagt, die Souveränität hätte es verhindert können, die staatliche Souveränität. Und ich meine, dass Israel und die Israelis aus dieser Konsequenz agieren und vielleicht überreagieren. Und insofern ist das sehr bedenklich auch für die Zukunft und kompliziert, denn es ist klar, und ich denke auch, es kam jetzt bei meinen Vorrednern, es ist klar, dass eine Lösung Lösung des Konflikts eventuell mit gewisser Abgabe der eigenen Souveränität verbunden ist. Und das ist eventuell etwas, was Israel nicht mitmachen will oder nicht mitmachen kann. Und das sind für mich sehr, sehr wesentliche Punkte, um zu sagen, ja, aus dem Holocaust das Gefühl, es muss sozusagen die Souveränität, darin liegt die eigene und die einzige Lehre und Lösung, und darauf muss man bestehen, um jeden Preis. Und das ist eine Lehre, die alle sehr einengt und sehr kompliziert macht und die Spielräume sehr, sehr eng definiert. Das wäre vielleicht ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Ein zweiter Punkt bezieht sich auf ganz andere Fragen, die hier schon erwähnt wurden. Das ist die Frage der Demokratie. Und zwar, es stand schon im Text jetzt als Ankündigung für unsere Diskussion, dass man sich hier sozusagen Sorgen macht über den Verlust von Demokratie in Israel. Und es hat mich sehr bewegt. Ich hatte die letzten zwei Tage die ganze Zeit überlegt, ist Israel wirklich sozusagen weniger demokratisch als der Staat, in dem ich aufgewachsen bin, geboren bin? Das heißt, bin ich in einem Staat geboren, der demokratischer war, Anfang der 60er, oder bin ich groß geworden in einem Staat, der demokratischer war? Ich behaupte nein. Vielleicht gibt es hier andere Meinungen und ich würde mich gerne besseres belehren lassen, aber ich glaube nicht, dass Israel unbedingt demokratischer war in der Vergangenheit. Und natürlich konnte man hier eine große Diskussion führen, was meinen wir, wenn wir von Demokratie sprechen und von welcher Demokratie sprechen wir. Aber ich würde nur auf zwei Aspekte eingehen. Ein Aspekt wäre die Frage von Beteiligung von benachteiligten Gruppen. Ich meine, die jetzige israelische Politik und überhaupt Israel zeichnet sich dadurch, dass Gruppen, die marginalisiert waren, schwach waren, ob ethnisch, ob geografisch, ob durch andere Merkmale, durch Herkunft, wie auch immer, dass sie mittlerweile mindestens in der Politik partizipieren und anders partizipieren, als sie partizipiert haben zu der Zeit, als ich mindestens jugendlich oder sehr jung war. Das kommt aber vielleicht zurück auf das, was Sie vorher gesagt haben. Es heißt nicht, dass mehr Demokratie immer bedeutet, dass das, was dabei rauskommt, uns besser gefällt. Es heißt, die Tatsache, dass sozusagen die Verhältnisse so sind, wie sie sind, oder dass die Wahlen so sind und die Wahlergebnisse so sind, wie sie sind, mögen ein Hinweis darauf sein, dass es demokratischer ist, aber sehr unangenehm. Es mag sehr unangenehm sein in diesen demokratischen Endergebnissen. Und mit dieser Paradoxie müssen wir auch, denke ich, uns auseinandersetzen. Ich denke, mindestens ist es wert, sich darüber Gedanken zu machen. Und es ist sich wert, darüber Gedanken zu machen. Und auch hier sehe ich eine Paradoxie. Und das ist eine sehr zentrale Frage, mindestens für mich als Staatsbürgerin, im Hinblick auf die arabische, auf die palästinensische Minderheit in der israelischen Gesellschaft. Und da würde ich sagen, sogar darin sehe ich eine große Paradoxie. Ich würde sagen, der Staat, in dem ich geboren bin, war diesbezüglich
weit davon entfernt. Ich meine, da war noch eine militärische Administration, die arabische Minderheit Israel verwaltet hat. Das heißt, die heutigen Verhältnisse sind diesbezüglich eventuell positiver. Noch sind sie positiver. Das heißt nicht, dass es nicht umkippen kann. Natürlich kann es umkippen. Und die ganzen Initiativen, die jetzt alle kommen und die jetzt alle wiederkommen werden mit der nächsten Regierung, sind natürlich sorgenerregend. Aber man muss im Grunde überlegen, dass der Status der israelischen Palästinenser durch die Jahre hinweg in vielen Aspekten und auch gar nicht beabsichtigt und gewollt besser geworden ist. Und dass die Gesetze oder die Initiativen jetzt auch als Reaktion darauf kommen. Und die kommen auf Reaktion auf etwas, was gar nicht beabsichtigt war. Und ich würde sagen, es wurde nie beabsichtigt, die israelischen Araber zu israelisieren, zu assimilieren. Das heißt, Israel hat alles anders gemacht als eine Politik, die assimilieren wollten. Und trotzdem haben sich großen Teilen der arabischen Bevölkerung in Israel israelisiert. Das heißt assimiliert. Assimiliert in dem Sinne, dass sie die Spielregeln gelernt haben und zu ihrem Gunsten die Spielregeln wenden können. Und in diesem Sinne ist Israel in gewisser Sinne demokratischer, wobei, ja, wie gesagt, es kann sich auch ändern. Das wäre sozusagen für mich Punkt Nummer zwei und damit Punkt Nummer drei und der letzte Punkt. Die Frage von Asymmetrie und die Asymmetrie. Es heißt, wie kommt es oder weshalb kommt es, dass jetzt wir Israelis, wir uns an Sie, an euch annähern und Sie oder ihr euch entfernt? Und ich denke, das ist eine sehr ernstzustellende Frage. Und die lässt sich für mich mindestens überhaupt nicht erklären, dadurch, dass man sich in dem Sinne entfernt, weil wir sozusagen weniger demokratisch oder wie auch immer geworden sind. Ich meine, ich sehe diese Veränderungen auch biografisch, habe hier in den 80er studiert, beobachte die Verhältnisse in den 80er und beobachte sie über die Jahre hinweg und würde sagen, ja, wir, übrigens nicht wir, sondern auch bei uns ist das Elitenphänomen, das heißt nicht wir als Kollektiv nähern wir uns an, sondern es sind Segmenten der israelischen Gesellschaft, die sich der deutschen Gesellschaft annähern und man sich hier von uns gleichzeitig entfernt. Und darüber würde ich, wenn es dann zur zweiten Runde kommt oder zu einer offenen Diskussion, gerne diskutieren, denn das ist in der Tat etwas, was eine Antwort oder eine Erklärung bedürftig ist. Vielen Dank, Evert. Vielleicht können Sie ja schon mal mit der Antwort beginnen oder in sie einsteigen, Herr Professor Wolfson. Würde ich gerne machen. Ich will nur am Anfang schnell sagen, weil es wirklich das Bedürfnis ist. Es ist die zweite Tagung hier in der Böll-Stiftung, die ich über Deutschland, Israel mitmache. Und ich empfinde das als ein wunderbares Durchlüften des ansonsten bei diesem Thema vorhandenen Miefs. Und daher also Kompliment. Und dieses Kompliment gilt auch, ja, haben verdient, gilt auch dem Text, der diese Tagung einführt und das gilt auch für die Eingangsstatements. Ich habe auch ein neues Joschka-Fischer-Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, denn was Sie vorhin gesagt haben, Herr Fischer, das fand ich also richtig überzeugend und zwar deshalb auch, weil, ja, ich kann nicht begründen, das ist keine Frage der Unterhaltung, sondern ich will das gerne begründen. Joschka Fischer hat hier etwas gemacht, das vom politischen Alltagsgeschehen auf die grundsätzliche Frage und der Struktur der bundesdeutschen Demokratie hingewiesen hat. Und das ist auch, die meisten Anwesenden kennen das grüne Milieu ein bisschen besser als ich, nehme ich an. Aber das ist, wenn wir die basisideologischen Positionen der Grünen betrachten, früher oder einst, Stichwort Befürwortung von mehr direkter Demokratie,
ein sehr ernstzunehmender und ganz wichtiger Beitrag. Und dafür eignen sich die deutsch-israelischen Beziehungen besonders gut. Es wäre auf der Ebene der verantwortlichen Parteien und der Regierungen bei einer direkten Demokratie, und da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, niemals zu dieser Situation gekommen, in der wir uns auf der Ebene der Parteien und der Regierungen befunden haben. Vielleicht, um das zu illustrieren, im Frühjahr 1953 hat das Institut für Demoskopie Allensbach eine Umfrage zur Wiedergutmachung, also zum Entschädigungsabkommen gemacht, und 44% der Bundesdeutschen quer durch alle Parteien waren gegen dieses Abkommen. Die noch stärkere Ablehnung war zu finden bei der damals noch zugelassenen KPD und bei der damals deutsch-nationalen oder nationalistisch-deutschen rechtsliberalen FDP. Also völlig klar. Die zweite Ebene, und da will ich also vielleicht noch Joschka Fischer ergänzen, die deutsche Israel-Politik so schwer gemacht hat, ist eine Tatsache, die oft ignoriert worden ist, dass nämlich die Bundesrepublik Deutschland nicht mal unwillig, das haben Sie sehr diplomatisch als ehemaliger Außenminister in Bezug auf das Ministerium beschrieben, die Arabisten, die im Auswärtigen Amt dominant waren, na und wie, also wenn man die Dokumente liest, dann kriegt man noch mehr graue Haare, als ich ohnehin habe. Aber hinzu kam, dass die Amerikaner die sogenannte traditionelle deutsch-arabische Freundschaft für die westliche Allianz instrumentalisieren wollten. Heißt konkret, diese deutsch-arabische Freundschaft war eigentlich eine Freundschaft, die es nur im Dritten Reich und da genauer gesagt ab 1939 gegeben hat bis 1945. Ich gebe keine Details, aber das war der Punkt. Und in der arabischen Welt wurde also beispielsweise als ein Vorgehensinstrument gegen die Ratifizierung des Wiedergutmachungsabkommens im Bundestag, denn das geschah erst im März 1953, antichambriert bei den Regierungsparteien im Auswärtigen Amt, bevor also die Bundesrepublik souverän wurde. Und da wurde also an die deutsch-arabische Gemeinsamkeit appelliert. Wir haben doch beide den Zweiten Weltkrieg verloren und wir beide sind Opfer. Und da gab es, also da hatten Sie einen Vorgänger, lieber Joschka Fischer, mit Walter Hallstein, als nämlich die Arabische Liga mit ihrer Delegation Walter Hallstein das gesagt hatte, verwies er diese Herrschaften, das waren damals nur Herren, tut mir leid, kein Wunder, verwies sie des Zimmers und sagte, da sei ein Loch in die Mauer gemacht. Ich will auch noch verstärkend sagen, es hat nicht, natürlich ist es sinnvoll, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aber ich bin Ihnen sehr dankbar, Joschka Fischer, dass Sie auf die Gegenwartsprobleme aufmerksam gemacht haben. Ich will noch hinzufügen, noch verschärfend, was Sie gesagt haben, dass auf deutschen Straßen nicht zuletzt und vor allem im Sommer 2014 Juden ins Gas gerufen worden ist, das ist nun wirklich ein negativer Höhepunkt. Und wenn mir vor 3 Tagen der Bundesjustizminister sozusagen auf die Schulter klopft und sagt, na ja, da haben wir so Ermittlungsverfahren eingeleitet, das ist mir zu lasch und davon haben wir auch nicht wirklich mitbekommen. Die Frage, warum haben, ja, das kann man ruhig beklatschen, nicht meinetwegen, sondern wegen des Problems. So, warum haben wir diese Probleme, die geschildert worden sind, bezüglich der zunehmenden Distanzierung weiter Teile der deutschen Öffentlichkeit gegenüber Israel? Und da greife ich gerne den Ball auf, Ralf Füchs, den Sie mir dazu geschoben haben. Ich glaube, wiederum plakativ formuliert, dass natürlich aufgrund, das hat Jutta Bauer fantastisch gezeigt, dieses Urgewichtes des Urverbrechens Holocaust, die Juden in ihrer Gesamtheit von den aufgeklärten Deutschen als Opfer, natürlich waren sie das, als Märtyrer und ich übertreibe bewusst, quasi Heilige wahrgenommen worden sind. Die Befangenheit Toten gegenüber ist eine Selbstverständlichkeit, jedem Toten gegenüber und erst recht bei einem solchen Menschheitsverbrechen. Und bezüglich der Überlebenden und der Nachfahren der Überlebenden stellen dann nicht nur Deutsche fest,
dass es nicht Märtyrer sind, sondern dass es Menschen sind. Menschen wie du und ich und teils Stinkstiefel. Ich war Joschka Fischer, da haben sie über mich auch sicherlich ein paar Mal gedacht. Schadet ja nichts, ist ja auch ganz normal. Aber ich will Ihnen das damit plakativ verdeutlichen. Wir sind eben die Überlebenden und die Nachfahren keine Opfer mehr, keine Märtyrer und können ihren hohen moralischen Maßstäben nicht entsprechen, was zu einer Enttäuschung führt. Und tut mir leid, wir sind also wie gesagt Menschen. Nächster Punkt, Elite-Problem, ja, das war mal aber in Bezug auf die deutsche Öffentlichkeit anders, nur in einer kurzen Phase 1967 bis 1973 und ansonsten hatten sie immer eine negative Einstellung. Letzter Punkt, Land für Frieden, lieber Ralf Füchs, das ist eine hervorragende Vorgehensweise, vor allem deutsche Ostpolitik, tief verwurzelt in der deutschen Wahrnehmung und zu Recht. Nur für die Israelis spiegelbildlich ist genau die umgekehrte Erfahrung. Es wurde Land aufgegeben, Stichwort Südlibanon im Mai 2000, Stichwort im Sommer 2005 der Gazastreifen und die Liebesgrüße der Hisbollah und der Hamas ließen nicht auf sich warten und die heißen Raketen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, vor der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, gegen die übrigens die Amerikaner auch damals gewesen sind. Das haben Ludwig Erhard und Rainer Barzel gegen amerikanische Vorgehensweise durchgesetzt. Botschafter McGee kam noch einen Tag, bevor Erhard und Barzel das beschlossen hatten und das Bundeskabinett haben gesagt, ihr Bundesrepublik Deutschland seid der einzige ernstzunehmende westliche Staat, der in der arabischen Welt Einfluss hat. Mhm. Vielen Dank. Daran können wir anknüpfen. Ich würde gerne die Frage weiter sagen, spinnen, die Ifat Weiss jetzt in den Raum gestellt hat. Erstens, stimmt diese These von dieser umgekehrt proportionalen Entwicklung auf israelischer und deutscher Seite, Annäherung dort, Entfremdung hier? Und was sind die Ursachen dafür? Und wenn ich mal ein paar Aspekte aus den bisherigen Beiträgen aufgreife, dann ist es sicher richtig, dass diese besonderen Beziehungen Deutschland-Israel erstens nie besonders populär waren und zweitens auch innerhalb der Eliten ja umstritten. Immer mal, Sie haben den Zeitraum genannt, 67. Also Sechstagekrieg, da kann ich mich noch daran erinnern, da war ich Schüler, was für eine Empathie es da für Israel gab. Das war sozusagen das Bild, der David verteidigt sich gegen den Goliath. Und das war nicht nur die Springerpresse, die dieses Bild damals gezeichnet hat, sondern das war auch in meinem Milieu und das waren schon damals linke Schülergruppen, ja, gab es eine ausgesprochene Sympathie für Israel. Und 1973, dann beim Yom Kippur-Krieg, da war das schon komplett gekippt. Ja, und zwar sowohl auf der diplomatischen Ebene, man muss sich ja daran erinnern, dass damals die Bundesregierung, und es war Willy Brandt, ja, sehr gezögert hat, den Amerikanern das Recht einzuräumen, Waffenlieferungen für Israel, das damals mit dem Rücken an der Wand stand und tatsächlich um sein Überleben kämpfte, über Deutschland abzuwickeln. Ja, das war ausgesprochen umstritten. Am Anfang haben sie es nämlich verweigert. Ja, und auch in der Öffentlichkeit war das Bild schon ein ganz anderes und speziell in der Linken, in der linksradikalen Szene. Das wäre dann auch nochmal eine Frage an Joschka, weil das ja eine gemeinsame biografische Erfahrung ist. Da war das schon komplett gekippt. Da war Israel der Vorposten des Imperialismus im Nahen Osten. Ja? Und das hat die Wahrnehmung sehr stark geprägt. Aber es muss ja auch was in der Mehrheitsgesellschaft seitdem passiert sein. Und dem würde ich gerne so ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Wer möchte beginnen? Joschka? Also ich glaube, in der unmittelbaren Kindergeneration der radikalen Linken, also meiner Generation, da war die Suche nach Entlastung, spielt eine große Rolle, weil du hast dieses verdammte Erbe, du hast diese alten, ja, ich sag's jetzt mal, Säcke mit ihrer
die Vergangenheit, die sie auf dich abgewälzt haben, aber auch noch das alte Normengerüst, das alles war ja noch da. Es war der Versuch zu entkommen, deinem eigenen Land irgendwie zu entkommen, indem man in den großen Kreis der internationalen Linken eintauchte. Und ein gewisser Lackmustest war dann immer, man darf dann, wenn man eben nicht mehr Deutscher ist, wenn man nicht mehr belastet ist mit dieser Vergangenheit, mit diesem Erbe, wenn man ein guter Linker ist, dann darf man Israel kritisieren. Das ist sozusagen der Lackmustest, dass man es geschafft hat, das Erbe loszuwerden. Es war natürlich alles Gaga. Ja, das, und irgendwann muss man sich schon die oder, habe ich mir dann auch die Frage gestellt, was ist, warum Palästina, warum nicht Biafra? Warum hat Biafra nie diese Rolle gespielt, warum Palästina? Und dann kommt man sehr schnell zu dem Punkt, dass man halt doch da tief, selbst wenn man nichts mit dem Verbrechen und zu tun hat, aber doch in diese Verwandtschaft gehört. Und das war bei der radikalen Linken offensichtlich. Das ging ja bis in die Geschichte unserer Partei. Ich erinnere mich an die erste Israel-Reise des Bundesvorstandes, die dann abrupt endete am Ben-Gurion-Flughafen und die Debatten, die das dann mit sich gebracht hat, in der ersten Bundestagsfraktion auch. Und es war ein mühseliger, aber erfolgreicher Prozess, wie diese Veranstaltung heute hier betrifft. Zurück zu der Frage. Ich bezweifle, dass wir uns sozusagen da wegentwickeln. Ich meine, es sitzt hier niemand, sondern es wäre mal interessant, wenn hier statt einem 67-Jährigen ein 27-Jähriger säße. Wie er das sieht, oder eine 27-Jährige, wie sie das sieht. Ich kann für diese Generation nicht sprechen. Ich bezweifle nur, natürlich stellt sich für die das eigene Land anders dar, auch die eigene Geschichte. Selbst wenn es dieselbe Geschichte ist, ist die Wahrnehmung, die Perzeption eine andere. Aber ich bezweifle, dass es hier eine Wegentwicklung gibt. Du hast auf der Linken ohne jeden Zweifel die Debatte, die wir früher hatten, hat jetzt die Linkspartei, da gehört sie auch hin. Kommt bei mir kein Mitleid darüber auf. Und aufs Klo wurden wir noch nicht verfolgt damals. Das ist eine neue Erfahrung für Gregor Gysi. Aber bitte, die insgesamt sehe ich dieses Auseinanderentwickeln nicht. Ich meine, das findet eben nicht mehr statt im Rahmen der 60er Jahre, das ist, oder der 70er Jahre. Israel ist heute viel näher. Mit EasyJet ist von Tel Aviv nach Berlin und umgekehrt, ist es relativ einfach. Also wenn man diese Debatte ernsthaft führen möchte, dann müsste man nachher das Konzert sehr kurz halten und dorthin gehen, wo diese jungen Leute sind, wo sie sich treffen, wo sie zusammenarbeiten, wo sie ihr Leben zusammen gestalten. Ich glaube, da gibt es eine Nähe, die gab es früher so nicht. Sorry, die ist vielleicht weniger politisch, im Kern vielleicht sehr politisch. Aber es ist eine andere Generation. Also ich wünschte, Sie hätten da recht, aber wir haben ja keine besseren Instrumente als also unsere eigene Wahrnehmung, die uns aber oft täuschen kann. Und man mag über Umfragen sagen, was man will, es gibt keine besseren Messinstrumente. Und Ralf Füchs hat ja diese sehr bemerkenswerte und eher resignativ stimmende Umfrage der Bertelsmann Stiftung zitiert. Und das ist ja nicht die erste. Also wir kennen dieses Phänomen, dass die jüngeren Altersgruppen immer mehr, also in Deutschland, von Israel abgerückt sind, umgekehrt eben in Israel sehr viel positiver und praktisch 2 Drittel in Israel für Deutschland positiv und in Deutschland knapp 2 Drittel gegen. Da komme ich zu dem zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Da liegt ein Versagen auch der Politik, auch teilweise der Medien, von Politik und Medien. Bilder haben eine unglaubliche Aussagekraft. Also, wenn ein Merkava-Panzer gegen Steine oder Molotow-Cocktail werfende palästinensische Jugendliche, dann hat das Bild eine klare Aussage. Da sollte man sich keine Illusionen machen. Und wenn das nicht die Mühe nicht unterzogen wird,
das zu erläutern, zu erklären, den Hintergrund, sozusagen das Zoom auch weiterzumachen. Oft ist es ja der Bildausschnitt, der eine Rolle spielt. Wenn man die Komplexität, in der sich Israel in der Situation befindet, da wurde ich doch hellhörig, was Sie sagten. Meinen Sie im Ernst, in der arabischen Welt heute und morgen, ich glaube nicht, dass Sie da in Israel eine Zustimmung zu finden, Souveränität aufzugeben in diesem Umfeld. Weil ich, mit Verlaub, also das ist keine einfache Nachbarschaft. Direkte Frage, direkte Antwort. Ja. An Sie, gerne. Ja, funktioniert nicht, austauschen. Okay, ich würde sagen, danke. In dem Sinne, dass ich denke, aber das stimmt übrigens israelisch intern wie auch jetzt bilateral. Das Sprechen von einer binationale Lösung. Und ich nehme an, wir hätten es am liebsten. Und auch wenn wir es am liebsten hätten, diese binationale Lösung muss jetzt sozusagen erkämpft werden unter ganz anderen Bedingungen. Und ich bin mir gar nicht sicher, dass wir sowohl intern, auch die Linken in Israel, aber auch extern, dass es uns ganz klar ist, was heißt das jetzt unter den veränderten Bedingungen, diese binationale Lösung? Wie soll es sozusagen und wie soll es in Details ausschauen? Denn immerhin, Entschuldigung, die zwei Nationen. Die Zwei-Staaten-Lösung. Entschuldigung, die Zwei-Staaten-Lösung. Ist sozusagen erdacht unter ganz anderen Bedingungen. Und diese Lösung jetzt unter den veränderten Bedingungen durchzuziehen, hat Konsequenzen. Und ich denke, über die Konsequenzen hat man sich noch nicht zu Ende gedacht oder nicht überzeugend zu Ende gedacht. Und natürlich verändert das die Debatte auf eine Weise. Und die veränderte Debatte hat noch nicht stattgefunden. Und insofern denke ich, Israel war von vornherein nie geneigt zu Lösungen, die mit Verzicht auf die eigene Souveränität sozusagen verbunden waren. Und wäre jetzt wahrscheinlich noch weniger darauf erpicht, solchen Lösungen zu haben. Insofern halte ich die Situation nicht für weniger kompliziert, sondern noch für komplizierter. Ich hätte noch gerne noch zu dem anderen Punkt gesagt, die Frage von Distanzierung ist nicht nur die Frage, die sich bezieht auf Generationswechsel. Es ist nicht die Frage, ob die jüngere Generation sich distanziert, sondern ich würde sagen, und das ist auch wahrscheinlich eher auch subjektive Eindrücke, und wir sind nicht frei von unseren subjektiven Eindrücken und subjektiven Erfahrungen. Die Frage stellt sich mindestens genauso für die gleiche Generation. Es heißt, das Gefühl, dass Leute, die vor einem näher standen, sind heute distanzierter, gehören zwar der gleichen Generation, sind aber irgendeinen Distanzierungsprozess durchgegangen. Und das sind die Aspekte, die mich interessieren, wo ich mich fragen würde, wie kann es sein, dass man sozusagen jetzt so sicher meint, richtig zu liegen, richtig zu liegen auch in den politischen Fragen, die so komplex sind und komplexer geworden sind. Wie kann es sein, dass man allein schon, wenn man behauptet, es ist in der Tat kompliziert und eventuell nicht lösbar, dass man, man braucht im Grunde, dass man da sozusagen einen Wand sieht. Es heißt, die Vorstellung, dass es kompliziert und eventuell nicht lösbar und was das für uns bedeutet, die da wohnen, für uns und noch stärker für die Palästinenser, die mit uns da wohnen, dass da gewisse Empathie, Sympathie, nicht nur Einfühlungsvermögen, auch sozusagen das Vermögen mitzudenken, finde ich, ist sehr zurückgegangen. Aber das mag sehr subjektiv sein. Herr Bauer. Ja, hört man mich? Ja, okay. Ich glaube, der Bewegungsgrund in,
Israel und den palästinensischen Gebieten ist Angst. Das ist der Ursprung der ganzen Geschichte. Man hat Angst voreinander. Das ist nicht unbegründet, die Angst. Die ist da. Das ist etwas, was man in Europa nicht versteht. Es ist sehr schwer, einem deutschen oder französischen oder holländischen oder polnischen Staatsbürger zu sagen, ist es vielleicht ein bisschen anders, zu sagen, dass der Hauptbeweggrund einer politischen Einstellung Angst ist. Aber so ist es. Und deswegen muss man, glaube ich, die ganze Geschichte nicht nur von einem deutsch-israelischen Hintergrund behandeln, sondern man muss es globalisieren. Man kann nicht über Israel und Deutschland sprechen ohne Europa. Man kann nicht über Europa sprechen ohne die Vereinigten Nationen, ohne die globale Geschichte. Das geht einfach nicht mehr. Und wenn man sagt zum Beispiel, dass Nationalismus noch immer da ist, das ist Unsinn. Das heißt noch immer, er ist sehr stark und in gewissen Gebieten wird er immer stärker. Und das ist eine dialektische Entwicklung. Denn auf der einen Seite, man kann heute über eine Aufgabe der Souveränität nicht nur im relativ zu Israel sprechen, sondern man behandelt heute die Ukraine, Russland und so weiter, die baltischen Staaten, aber auch afrikanische Staaten. Was heißt das, Souveränität aufzugeben? Und auf der anderen Seite ist Eberfort eine Bewegung da zu einer Verallgemeinerung, zu größeren größeren Staatenbildungen. Die Europäische Union ist doch keine Union. Europäisch ist ja, die Union ist sie nicht. Die Vereinigten Nationen sind Nationen. Sind die vereinigt? Das ist doch Unsinn. Der Sicherheitsrat, er ist ein Rat. Sicherheit, come on. Wir benutzen Worte, um uns nicht mit den reellen Situationen sich mit ihnen zu befassen. Deswegen muss man das Ganze auf einer ganz anderen Basis, meiner Meinung nach, behandeln. Dann kann man wieder zurückkehren zu den speziellen Bedingungen Israel, Palästinenser. Von meiner Sicht her ist ein palästinensischer Staat ein sine qua non für einen zionistischen Staat Israel. Ja. Ohne einen Partner zu haben, einen Regierungspartner zu haben, ist Israel unsicher. Das heißt nicht, dass es sicher ist durch einen palästinensischen Staat. Mhm. Aber ohne ihn ist es noch unsicherer. Davon bin ich völlig überzeugt. Deswegen glaube ich, dass eine europäische Einstellung zu einem palästinensischen Staat ein zionistisch-israelisches Interesse ist. Nun glaube ich auch, Yifat sagt, Barak als Linker in Auschwitz. Was heißt Link? Barak, ich kenne Ehud Barak ziemlich gut. Wenn man den Linken nennen will, so bin ich ein Elefant. Und ich habe ihn auch offiziell angegriffen wegen dieser Geschichte da in Auschwitz. Das ist doch völliger Unsinn gewesen, nicht wahr? Aber er zeigt, wie das Trauma wirkt, das Schadtrauma wirkt. Auf einen Mann, der bestimmt hochintelligent ist. Ja? Und ich glaube, wir müssen da vorsichtig sein. Wenn wir über eine Zukunft sprechen, so können wir nicht sagen, wie der palästinensische Staat ausschauen soll. Wir können die Richtung angeben. Das muss sich entwickeln. Das kann man nicht vorplanen. Das geht nicht. Es wird nicht geplant. Schauen Sie, könnt ihr mir sagen, was morgen geschieht? Hat jemand vorhergesagt,
dass die Sowjetunion zusammenbrechen wird? Hat jemand vorhergesagt, dass ein sogenannter arabischer Frühling, der schnell zu einem Winter geworden ist, ausbrechen wird? Wir können nichts voraussagen, besonders nicht die Zukunft. Aber ich glaube, wenn ich dazwischen fragen darf, dass die Dramatik der Situation und die wachsende Ungeduld, die man in Europa spürt, dann mit Israel und die wahrscheinlich zu einer wachsenden Verhärtung der, in der europäischen Politik gegenüber Israel führen wird, dass die etwas damit zu tun hat, dass gegenwärtig die bloßen Voraussetzungen für einen künftigen palästinensischen Staat zerstört werden. Zumindest, dass diese Sorge besteht, ja, dass sagen die also territorial und im Hinblick auf die Infrastruktur und im Hinblick auf die politischen Rechte, sagen man gerade dabei ist, diese Option zu zerstören. Ja, das stimmt völlig. Was macht man da bei dieser Situation? Man muss die Opposition in Israel stärken, die sich gegen diese Politik wendet. Das ist mir völlig klar. Dass da die Europäische Union eine Rolle spielen kann, nicht durch Boykott, bestimmt nicht, aber diplomatisch und in vielen anderen Hinsichten. Wenn ihr eine pessimistische Einstellung hören wollt, ich kann damit dienen, ist kein Problem, ja? Ja, ist kein Problem. Aber ich versuche für meine Enkel und Urenkel, die schon da sind, ja, etwas zu sagen, was eine Hoffnung für sie ist. Und das ist äußerst wichtig. Und das ist die Antwort auf die Angst. Denn man kann mit der Angst nicht umgehen damit, dass man gewalttätig ist. Denn die offizielle Einstellung der israelischen Regierung ist, alles mit Gewalt ja, zu lösen. Man kann zum Beispiel die genozidale, antisemitische, radikal-islamische Hamas-Regierung in Gaza nicht mit Gewalt bewältigen. Es geht nicht. Oder nicht nur mit Gewalt. Dass man Gewalt aufgeben soll, ist auch falsch. Ja? Man muss... Auch dafür gibt es Zweifel. Ja, man muss... Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, dass man in verschiedenen Regierungen, dass man Propaganda treiben soll, dass man Fernseher aufstellen soll, Ideologie. Man kann Islamismus nicht durch Gewalt besiegen. Das ist eine ideologische Bewegung. Die muss man auch, nicht nur, auch mit Ideologie bekämpfen. Und dafür braucht man muslimische Alliierte, antiradikale Muslime, und die gibt es. Millionen, ich will nicht sagen Hunderte von Millionen, aber ich könnte es sagen. Wir haben da in einem Vorgespräch den Namen eines in Deutschland völlig unbekannten Mannes genannt, Maulana Wahiduddin Khan in New Delhi. Das ist ein antiradikaler Radikaler. Ja? Das sind 160 Millionen Muslims in Indien. Wir brauchen diese Alliierten. Joschka Fischer war... Ich war da bei 2004 in Berlin. Ja? Da haben wir dieses Papier gemacht, ja? Gegen Islamophobie. Das muss man wieder global betrachten. Also man, im Moment, wo man da sich in Einzelheiten verfährt, ist man verloren. Und deswegen, ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen wollte, anders anfangen. Ifat, ich würde gerne dieses Stichwort von Yehuda Bauer aufgreifen, von der Politik der Angst. Weshalb hat Netanyahu die letzten Wahlen mit einer Politik der Angst gewonnen?
Also weshalb ist es nicht gelungen, ihm eine Alternative, sagen wir, einer realistischen Hoffnung entgegenzusetzen? Ralf, ich gehe davon aus, dass du nicht davon ausgehst, dass ich die Frage beantworte, aber dass ich das mindestens vielleicht ich werde es ein bisschen umdrehen und sagen, es wäre für mich als Israelin absolut falsch, die Mehrheit zu unterschätzen. Und ich hüte mich davon. Und wir sind nach der Wahl und wie auch immer, wir haben verloren. Und wie auch immer, haben gewonnen. Und es wäre für mich keine gute Lösung, jetzt sozusagen diese Mehrheit zu unterschätzen und zu sagen, die Mehrheit handelt nicht rational. Das weiß ich nicht übrigens. Ich kann sagen, die Mehrheit hat gegen meinen moralischen Werten gewählt. Das ist okay. Aber ob die Mehrheit nicht rational gewählt hat, das weiß ich nicht. Das weiß übrigens niemand, denke ich. Aber mindestens ich weiß es nicht. Dazu stehe ich. Ich wurde auch bei Netanyahu und auch bei seinen Wählern zwischen taktischen und strategischen Aspekten unterscheiden. Dass es unerhört ist, am Tag der Wahlen die Wählerschaft zu rufen, sozusagen zur Wahlurne zu kommen, weil die Araber in Tausenden und Abertausenden gerade wählen. Das ist unerhört, das ist moralisch ganz verwerflich. Das ist sozusagen ein moralisches Problem, das ist sehr unangenehm, das ist höchst unangenehm. Aber ich würde es sozusagen nicht verwechseln mit Netanyahu generelle Einstellungen, strategischen Vorstellungen. Mag sein, dass sie auch sehr kurzfristig gedacht sind. Und vielleicht, und in diesem Punkt sozusagen meine Nicht-Antwort zu beenden, als eine Israelin, die sehr klar wie viele andere die Meinung war, dass man aus dem Golangebirge sozusagen für den Rückzug aus dem Golangebirge mit großer Überzeugung, ganz großer Überzeugung, stehe ich sozusagen einigen Jahren später und bin ein bisschen bescheidener in meinen Urteilen und sage manchmal, es ist nicht nur so, dass man die Zukunft nicht voraussehen kann, natürlich kann man schwer die Zukunft voraussehen, sondern ich möchte meinen jetzt israelisch intern nicht zu unterstellen, die Rechten generell nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Heißt nicht, dass man denen einer Meinung sein muss. Heißt auch nicht, dass man nicht Aspekten sozusagen separieren kann. Heißt auch nicht, dass man sagen könnte, die Siedlungspolitik ist zu verurteilen, zu beurteilen, negativ. Das wäre ein Aspekt. Das sehe ich ein. Damit beraubt man sozusagen den Palästinensern die Zukunft und dann uns zusammen die Zukunft. Aber es gibt auch sonstigen Fragen, die sind nicht so leicht zu beantworten. Und das wäre meine vorsichtige Antwort. Herr Wolfson, Sie hatten sich jetzt schon spontan gemeldet. Vielleicht gehen Sie dann auch noch mal auf die Frage ein. Ich meine, Joschka Fischer hat vorhin zu mir gesagt, jetzt mal langsam, lass uns mal nicht überschätzen, welche Rolle die Bundesrepublik und Europa im Nahen Osten spielen kann. Ich bin natürlich auch nicht der Auffassung, dass wir jetzt und schon gar nicht alleine da die Friedensstifter und Vermittler sein könnten, sondern ich habe von einer aktiveren Politik Deutschlands und der EU gesprochen. Aber was können wir tun, um diese legitimen Sicherheitsinteressen Israels mit denen umzugehen, ja, um denen entgegenzukommen? Was also können wir tun, um das Risiko des Friedens zu minimieren? Also machen können auswärtige Akteure wenig, da stimme ich auch Joschka Fischer zu, aber mir scheint, dass die Krux jenseits dieses notwendigen Stichwortes Angst von Judah Bauer
Noch ein zweites hineingebracht werden muss, nämlich, dass man neue Denkstrukturen, die weniger nur vom Prinzip Hoffnung geprägt sind, das ist ein gut linksjüdisches, um Ernst Bloch zu zitieren, Argument, aber halte ich nicht für sehr realistisch. Was kann die Bundesrepublik tun und was kann Europa als EU, obwohl es noch keine Union ist, Judah, da hast du völlig recht, was kann sie gedanklich anregen? Und da habe ich die folgende Antwort. Die Bundesrepublik Deutschland ist, Eulen nach Athen bekanntlich, ein Bundesstaat. Das heißt also, dass man nicht zuletzt in den Gebieten des umstrittenen Territoriums sich überlegen könnte, ob man statt der immer wieder seit Jahrzehnten propagierten Zwei-Staaten-Lösung vielleicht eine Mischung aus bundesstaatlichen und staatenbündischen Elementen, die ja sowohl in der Bundesrepublik bundesstaatlich als in der EU konföderativ staatenbündisch mit starken Tendenzen zur Regionalisierung, ich sage Katalonien, ich sage Schottland, Wales und so weiter, dass man diese Gedanken, die nun wirklich europäisch traditionell sind und auch angewandt worden sind, stärker als Denkmodelle einführt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, gerade in Bezug auf Mischgebiete, und darum handelt es sich ja, nehmen wir mal Galiläa. Galiläa im Kernland Israels, das ist bekanntlich nicht 67 erobert worden, sind 50% der dortigen Einwohner arabisch und also arabische Staatsbürger Israels, 50% sind jüdische. In einem Jahr sind es 51, also kurzum 50-50. Da können Sie keine territoriale Zuordnung machen, aber da können Sie Denkmodelle vortragen und zwar wirklich zuerst denken, dann machen, die in der Spätphase der österreichisch-ungarischen Monarchie entwickelt worden sind, Stichwort personale Autonomie. Also diese Gedanken stärker in den Mittelpunkt stellen als die letztlich unlösbare Frage der Territorialität, die Sie ja auch viel vorsichtiger als gemeinhin formuliert gestellt haben. Die 500.000 Siedler kriegen Sie nicht weg. Sie kriegen auch 1,2 Millionen Araber, die israelische Staatsbürger sind, nicht weg, es sei denn, Sie befürworten eine ethnische Säuberung und die will natürlich keiner, weil das völlig inakzeptabel wäre. Das heißt, wenn die Territorialität mit dem Prinzip der Selbstbestimmung nicht realisiert werden kann, gedacht und gewollt werden kann, es aber nicht realisiert werden, muss man neu denken. Und das fehlt mir. Und da hätte gerade Deutschland und da hätte gerade die Europäische Union und nicht zuletzt das alte Habsburgerreich Denkmodelle anzubieten, die einen Weg aus der Sackgasse bieten könnten. Herr Bauer. Ja, nur ganz kurz. Das, was Sie vorgeschlagen haben, ist alles fehlgegangen. Die österreichisch-ungarische Monarchie ist zusammengebrochen. Das ging nicht. An die Nationalität fragen, das ging nicht. Wenn Sie die Schottland als Beispiel nehmen wollen, die wollen doch Unabhängigkeit haben. Katalonien dasselbe. Die baskische Region und andere. Nein, das geht so nicht. Das muss man anders anfassen. Man muss, ich wiederhole mich noch einmal, aber wirklich ganz kurz, die Richtung einer Unabhängigkeit, einer palästinensischen Unabhängigkeit, denn etwas anderes werden die Palästinenser nicht akzeptieren und mit Recht. Es geht nicht anders. Man muss die Leute, man kann doch nicht aus Berlin oder aus Paris oder London oder Stockholm den Palästinensern vorschreiben, was sie wollen. Und die einzige, dass man muss verstehen, dass sie völlig mit Recht unabhängig sein wollen. Und damit die Feindschaft nicht noch stärker wird, die ist schon stark genug, muss man eine Unabhängigkeit befürworten. Ist ja in einem bundesstaatlichen und konföderativen Modell drin. Joschka. Also, um es direkt zu sagen, ich sehe das alles ganz anders als das, was hier. Entweder verstehe ich vom Nahen Osten nichts oder habe eine völlig andere Erfahrung im Nahen Osten gemacht. Das ist eine Diskussion, die kann man hier in Berlin-Mitte führen. Aber schon, wenn man sie in Israel führen würde, bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende nicht die rechten Wahlergebnisse verstärken würde. Wenn ich das jetzt mal als
ehemaliger praktischer Politiker, so sagen darf. Ja, die Menschen haben Angst. Da spielt das Urtrauma eine Rolle, aber auch natürlich Gaza, andere Erfahrungen, die Terrorkampagne. Ich war damals als Minister in Jerusalem, da war mit Sonnenuntergang die Stadt tot, leer. Die Eltern haben die Kinder, die Jugendlichen nicht mehr auf die Straße gelassen, weil sie Angst hatten, sie kommen nicht mehr heil wieder. Das King David Hotel war leer, waren die einzigen, die da waren. Und es gibt Gründe für diese Angst. Und Angst, die Konsequenz von Angst ist, nach Sicherheit zu rufen. Vor allen Dingen, wenn man ein solches Trauma hat. Im Übrigen habe ich diese Reaktion in Bosnien erlebt, die eben auch so eine genozidale, bei bosnischen Muslimen, die auch so eine genozidale Erfahrung hatten. Auch da gibt es aber einen bestimmten Punkt, Ende der Diskussion, und es ist ein Blick, den kenne ich aus Israel. Nämlich, du kannst uns viel erzählen, uns wird dieses nicht nochmals passieren. Wir vertrauen niemand außer uns selbst. Wer das nicht in Rechnung stellt, der wird die israelische Politik nicht verstehen können. Es gibt natürlich die ganze Vielfalt von Meinungen, aber die Mehrheit wird sich daran orientieren. Und wenn ich mir den Nahen Osten anschaue, wir werden dort aus meiner Sicht, entschuldige, dass ich jetzt Wasser in Wein gieße, vor Jahrzehnten sehr gewaltsamer Entwicklungen stehen. Nicht Jahren, Jahrzehnten. Weil die alte Ordnung am Zusammenbrechen ist und eine neue Ordnung nicht entstehen wird so einfach. Syrien ist, also die ganze Tragödie Syriens ist aus meiner Sicht eher typisch, nämlich dass die regionalen Kräfte, keine Seite hat die Stärke, die andere zu besiegen. Das kennen wir aus dem 30-jährigen Krieg. Alle Ingredienzien in Syrien sind die aus dem 30-jährigen Krieg. Regionale Vorherrschaftsambitionen, religiöse Konfrontation, ethnische Konfrontation, also all das ist da. Und das wird die Angst in Israel verstärken, das wird sie nicht reduzieren, das wird nicht einladen, großzügig zu sein, nun gehen wir mal ein Risiko. Das Gegenteil wird der Fall sein, aus meiner Sicht, wenn man die Dinge realistisch sieht. Also insofern, und ich auch diese neue Denken, ja, ich bin immer dafür, neu zu denken. Und wer da wirklich eine neue Idee hat, dem sei der dreifache Friedensnobelpreis gegönnt, weil die ist dringend nötig. Nur, es ist diese Formel Frieden gegen Land, die ist auch, es klingt sehr gut, kommt man über viele Widersprüche hinweg. Nur, was ist ein Staat? Die Staatsgrenze wird ganz nahe an Jerusalem, am Ben-Gurion-Flughafen, überall dort verlaufen. Also wird es um einen entmilitarisierten Staat gehen müssen. Ah, ja. Großes Problem, ganz großes Problem. Aber solche Beispiele gibt es. Kann man, gerade auch da konnte man auch mit deutscher Erfahrung argumentieren auf palästinensischer Seite, indem man sagt, schaut mal, wir haben die Souveränität auch gleitend bekommen, ohne gleich voll militärisch souverän gewesen zu sein. Bestimmte Waffen haben wir zugesichert, werden wir heute nicht machen. Denuklearisierung etc. etc. geht alles. Also da gibt es Erfahrungen, wo man mit politischem Willen durchaus dran anknüpfen könnte. Aber generell glaube ich, man muss die Palästinenser auch sehen als Teil der arabischen Welt. Und diese arabische Welt wird durch eine sehr, sehr schwierige Phase gehen. Was mich nur erstaunt ist, wie wenig die israelische Regierung sich darauf einstellt. Also man sieht das eher positiv, die sind jetzt mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, das ist eine sehr kurzsichtige Rechnung. Eine sehr kurzsichtige Rechnung. Aber nochmals, aufgrund der Erfahrungen, die ich habe, sehe ich die Dinge doch sehr, sehr anders. Wenn die Diskussion auf der Linken so ist, wie sie hier heute Abend geführt wurde, heißt das, wir werden lange, lange, lange
eine rechte Mehrheit in Israel haben. Das ist die Konsequenz, die ich draus ziehe. Stimmt denn dann die These, Bundesrepublik, speziell die jüngeren Generationen, bewegen sich eher weg von Israel? Zumindest das Bild, Israel-Bild wird negativer. Dann Israel wird im Wesentlichen als Besatzungs- und Kriegsstaat wahrgenommen, als Unrechtsstaat. Und stimmt es denn auf der anderen Seite, dass Israel sich stärker auf Europa zubewegt? Oder gibt es da nicht auch ganz widersprüchliche Entwicklungen innerhalb Israels? Wenn man zum Beispiel die Rolle der Religion nimmt, die Bedeutung, die inzwischen die Ultraorthodoxen auch demografisch sagen bekommen in Israel, die verschiedenen Einwanderungsschübe. Also stimmt denn diese These, dass sagen Israel immer noch und vielleicht sogar stärker denn je sich an Europa ausrichtet, oder trifft das eher weg? Ich hatte mir da noch ganz schnell. Ich glaube, für Israel sind die Beziehungen zu Amerika sehr viel wichtiger. Und was sich da gegenwärtig abzeichnet, ja, das ist alles andere als positiv. Ich glaube, da wurde auch viel, viel falsch gemacht oder falsch eingeschätzt. Europa hat in Israel keinen guten Ruf. Und da sind die Europäer teilweise auch selber dran schuld. Und meine Erfahrung ist auch die, du musst ja auch offene Ohren finden. Du musst ja die Bereitschaft finden, dass jemand dir zuhört oder vielleicht sogar gerne zuhört. Und die Europäer sind über die israelischen Gefühlswelten allzu oft hinweggetrampelt wie ein Panzernashorn. Haben auf die israelische Gefühlslage so gut wie kaum Rücksicht genommen oder keine Rücksicht genommen, sodass wenn der Europa in Israel keinen guten Ruf hat. Aus meiner Sicht wird die europäische Rolle da nicht sehr groß sein. Völlige Zustimmung, Joschka Fischer. Auf der anderen Seite muss man eine kritische Frage auch an die israelische Politik, nicht zuletzt die gegenwärtige Führung, richten. Wenn es aber gelungen ist, jemanden wie Angela Merkel, die also wirklich so positiv Israel gegenüber programmiert ist, zu verstimmen, dann ist also das, was sie völlig zu Recht in Bezug auf Jahrzehnte europäischer und deutscher in der Nahost- und Israel-Politik skizzieren, doch ein bisschen mit dem Fragezeichen zu versehen. Ja, okay, dann sind wir uns einig. Aber vielleicht sollte man eine Sache jenseits der Imageprobleme, über die wir intensivst gesprochen haben, zu bedenken geben. Und das ist ein pragmatischer Punkt. Es ist komisch, dass ich jetzt als Akademiker, der nicht in der praktischen Politik war, das erwähne und nicht Sie. Es gibt ganz starke gemeinsame Interessen, die mit Image überhaupt nichts zu tun haben, aber mit der Faktizität des Faktischen, wenn ich das mal so sagen darf, dass nämlich auch aus Eigeninteresse Deutschland und Europa nicht nur David und Goliath, sondern durchaus auch eben profitieren. Das heißt zum Beispiel und nicht zuletzt im Antiterrorkampf ist die israelische Kooperation für Deutschland und Westeuropa unerlässlich, auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. In Bezug auf Technologie, natürlich, ich wage es fast kaum in der Böll-Stiftung zu formulieren, nicht zuletzt in der Militärtechnologie, ja, aber nun, das ist ein Thema der praktischen Politik. Nicht zuletzt die Frage von Drohnen, da geht es nicht nur um Kampfdrohnen, sondern um Aufklärung im weitesten Sinne. Und da ist verglichen zwischen Deutschland und Israel, Deutschland fast, ich übertreibe absichtlich, ein Entwicklungsland. Also ich könnte die Litanei jetzt durchdeklinieren und es gibt so massive Sachzwänge auch, die im Sinne des deutschen und europäischen Eigeninteresses die Tritte in das israelische Gesäß, und die gibt es ja zuhauf, doch begrenzbar macht. Ich will noch mal zum Schluss eine Frage stellen, die für mich so fast die Gretchen- oder Hänschenfrage für die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen ist. Wenn es stimmt, was sich hier auch ein bisschen rauskristallisiert hat aus der Diskussion,
dass vermutlich die politischen Differenzen eher zunehmen werden. Ist es dann dennoch möglich, auf der gesellschaftlichen Ebene die Verbindungen zu stärken? Kann man zumindest tendenziell das entkoppeln? Sagen, eine wachsende politische Kritik und Divergenz, dass sie nicht umschlägt in eine zunehmende gesellschaftliche Entfremdung. Und was kann man dafür tun? Eva. Es wird sozusagen zurück auf das, was Michael gerade gesagt hat. Und ich frage mich, kann man die Frage nach der Beziehung an die politische Ebene überhaupt reduzieren? Das heißt, welche Israel sozusagen verkehrt mit welchen Deutschland und mit welchen Europa? Und es gibt ganz andere Ebenen. Und ich dachte mindestens an zwei, drei anderen Aspekten. Ich dachte natürlich, es ist naheliegend an die Wissenschaft. Und ich würde sagen, im Bereich der Wissenschaft ist Deutschland für Israel sehr, sehr zentraler Partner. Und gleicht fast Amerika, gleicht fast die USA in sehr vielen Bereichen. Insofern würde ich sagen, aus diesem Bereich, und das ist natürlich Elitenbereich, und trotzdem sind die Kontakte sehr enger, sehr intensiv. Dann dachte ich an ganz anderen Aspekten, würde ich jetzt summieren, nicht unter Kultur, sondern Kultur und Lifestyle. Und ich würde sagen, im Bereich von Lifestyle, und es ist noch nicht in der Runde angesprochen worden, die vermutlich die Zahlen variieren, aber die so und so viele Israelis, die hier leben und wahrscheinlich sitzen hier auch einige, und die zwischen wahrscheinlich Tel Aviv und Berlin pendeln, und die umgekehrten Berliner, die nach Tel Aviv pendeln und die ich täglich in Tel Aviv sehe und höre. Das heißt, es gibt Bereiche von Kooperationen, Film, Kultur, Lifestyle, wie auch immer, Gay, Lesbian, Bereich, alles Mögliche, wo Interesse bestünde, das ganz weit weg ist von den großen Fragen. Oder davon, ich kann nicht mal sagen, sozusagen nicht mal gegen diesen Fragen, einfach jenseits diesen großen Fragen. Und da würde ich sagen, in vielen Aspekten ist Deutschland Israel näher manchmal als die USA. Und wenn man nicht über Deutschland direkt spricht, dann gibt es noch andere Verbindungslinien, die man gar nicht aus den Augen verlieren muss. Und die sind auch alle mehrfach paradox. Wer im Sommer in Tel Aviv war, weiß, dass in Tel Aviv wird im Sommer Französisch gesprochen, aus guten und schlechten Gründen. Ich meine, im Sommer ist Tel Aviv voll von französischen Juden, die ihr Sommer mittlerweile sehr stark, meine ich, in Tel Aviv, in Natania und anderswo sozusagen verbringen. Und dann muss man sich fragen, was bedeutet das? Ist das europäisch oder ist das was intern Jüdisches? Sind sie nur da, weil mit dem Zunahme von Antisemitismus oder wie auch immer in Frankreich sie sich im Sommer besser in Tel Aviv fühlen? Aber was bedeutet das? Das europäisiert natürlich auch Israel auf irgendeine Weise oder nicht. Insofern würde ich einfach nur dazu plädieren zu sagen, es gibt so viele Kanäle, die wir natürlich übersehen, wenn wir ganz klar auf die Frage von Berichterstattung, Politik, Krieg, um nicht zu sagen, dass die anderen Bereiche eventuell wichtiger sind, aber nichtsdestotrotz existieren auch andere Kanäle. Vielen Dank, das war schon eine perfekte Überleitung zur Schlussrunde. Ich würde jeden gerne noch mal kurz fragen, was wünschen Sie sich, was erwarten Sie, was schlagen Sie vor, um diese Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen in stürmischen Zeiten und in sehr kritischen Zeiten zu befestigen? Also ich scheue mich jetzt am Schluss in eine Formel, das hineinzupressen. Ich knüpfe gerne an Ihre Einführung an, Ralf Füchs. Sie haben da von dem Bemühen gesprochen, die andere Seite zu verstehen. Das ist, glaube ich, eine Mangelware auf beiden Seiten. Das positive Verhältnis der Israelis zu Deutschen heißt ja im Grunde genommen auch nicht immer ein realistisches Bild. Also
Empathie für die andere Seite, der Wille zum Verständnis, alles andere würde viel zu lang sein. Ich will nur sagen, ich fand, das war also für mich jedenfalls eine der wenigen Diskussionen, wo ich gerne auch zugehört habe. Professionelle Deformation ist ja immer selber zu sprechen. Also ich habe Ihnen allen wahnsinnig gerne zugehört und habe auch viel gelernt und bin dafür sehr dankbar. Vielen Dank. Eva? Ich würde sagen, nicht ganz anders. Einfach sozusagen gewisse Zunahme der Fähigkeit, Widersprüche und widersprüchlichen, ja, komplexen Gegenständen zu begreifen. Empathie schadet nie. Empathie schadet nie. Gut. Joschka. Ich wünsche mir, wenn ich einen Wunsch frei habe, bei den höheren Mächten, dass der überparteiliche Konsens in der Israel-Politik hier in Deutschland erhalten bleibt. Auch in den vor uns liegenden 50 Jahren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass die Qualität der Beziehungen noch besser wird, als es jetzt schon der Fall ist. Wobei es gleichzeitig auch heftiger werden wird, weil es ist absehbar. Ich habe vorhin schon gesagt, was wird die Konsequenz der Verwerfung mit den USA werden? Wird es demnächst der ganze Nahostkonflikt zum Sicherheitsrat wieder zurückgegeben werden? Dann wird es, haben wir uns hoffentlich nicht beworben um einen Sicherheitsratssitz, um einen nicht ständigen, das muss nicht sein. Es ist besser, man ist dann außen vor, man wird dennoch gefragt und muss Position beziehen, aber es ist einfach. Auf jeden Fall wird das sozusagen... Ich glaube, die Schlaglöcher werden zunehmen aufgrund der Widersprüche in der israelischen Politik, um es mal diplomatisch zu formulieren. Gleichzeitig denke ich, gibt es aber Bereiche, Sie haben es angesprochen, Herr Wolfson, die Sicherheitszusammenarbeit, Technologiezusammenarbeit, Wissenschaftszusammenarbeit wird zunehmen. Und Israel spielt in der europäischen Gruppe Fußball, Basketball und alles andere auch. Das darf man nicht vergessen. Für die normalen Leute ist es nicht zu unterschätzen. Und insofern wünsche ich mir also, dass auch im Sport die Beziehungen intensiver werden und wir nicht wieder so einen Unfug da bekommen, dass die israelische Flagge entfernt werden muss. Ich meine, das ist doch ein Staat, mit dem wir Beziehungen unterhalten, zu dem wir auf vielfältige Art und Weise verbunden sind. Nicht immer nur gute, sondern auch, wir haben es heute diskutiert, die historischen. Da sollte man sich solche Ereignisse wirklich sparen. Also insgesamt gesehen hoffe ich, dass es in diese Richtung weitergehen wird. Und die jüngere Generation, ich habe mir geschworen, die jüngere Generation muss den Weg selber finden. Irgendwann müssen sie erwachsen werden. Herr Bauer. Ja, unsere Fußballmannschaften verlieren regulär jedes Spiel in Europa. Nicht jedes, das ist nicht ganz richtig. Also, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist. Sogar Basketball. Na, Basketball haben wir auch gerade verloren. Also, ja. Vorher Berlin. Ja, gut, also. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist. Jedenfalls ist da ein Paradox, nämlich, dass die Politik in Israel rechts ist und die Kultur links. Das ist natürlich überspitzt, ja. Aber ungefähr stimmt es. Und das ist ein Anhaltspunkt, glaube ich. Und Sie haben es eigentlich selber gesagt. Gesellschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche, auch die Fat hat es genauso gesagt. Diese Beziehungen können ausgebaut werden. Schauen Sie, Israel hat 8,2 Millionen Einwohner. Davon sind 6,3 Millionen Juden. Ja? Wie viele Einwohner hat Deutschland? Also wir sind doch ein Zwerg, ja? Ein kleiner Zwerg. Und trotzdem sind wir eine Regionalmacht, Hightech, Kultur. Alles wird auf Deutsch übersetzt. Ja? Weltliteratur. Israelische Literatur ist Weltliteratur geworden. Das kann man weiterentwickeln. Und das kann ein Fundament sein
für eine andere Einstellung, eine bessere Einstellung. Auch Einflussnahme auf Israel von deutscher Seite her. Ich arbeite am Yad Vashem schon seit sehr vielen Jahren. Unsere Verbündeten, wissenschaftlich gesehen, also die Forscher und so weiter, das sind hauptsächlich Deutsche und Polen. Und das ist nicht verwunderlich. Sie haben Götz Ali erwähnt, ja? Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Der verbringt jedes Jahr Monate in Israel, weil am Yad Vashem die einzige Bibliothek ist, mit der man arbeiten kann in diesen Fächern. Und wir schicken Leute nach Deutschland. Und Polen. Das ist so ein Dreieck, ja? Das sollte man entwickeln. Ich sage eben Europa, nicht nur Deutschland. Und Deutschland hat doch mit Polen eine Regelung gefunden, bei der man sagen kann, also vor 70, 80 Jahren von einem permanenten Frieden zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Polen zu sprechen, wäre eine völlige Illusion gewesen. Heute ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Polen oder Deutschland oder Tschechei, das ist Wahnsinn, das kann doch nicht passieren. Es gibt also eine Hoffnung, doch, ja. Und zwar, diese Hoffnung muss eben weiterentwickelt werden, auf realistischer Basis. Immer von einer pessimistischen Grundlage aus gesehen. Ja? Und ich bin dafür, schauen Sie, Deutschland ist ein Mitglied der IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Ja? Und zwar ein sehr wichtiges Mitglied. Und da arbeiten wir in Deutschland erziehungsmäßig, ja, erziehungsweise. Ob das einen großen Einfluss hat, etwas tut es schon, glaube ich. Und da gibt es hier Organisationen und so weiter, wie Sie gesagt haben, gesellschaftlich, wissenschaftlich und so weiter. Das würde ich mir wünschen. Vielen Dank, Yehuda Bauer. Ich fand das ganz subjektiv einen ganz tollen Auftakt für die Tagung. Wer sich jetzt nicht versprochen hat, wie Patentrezepte oder ein Showdown auf der Bühne, der ist vielleicht enttäuscht, aber es war genau das, was wir uns erhofft hatten, nämlich ein nachdenkliches Gespräch. Was mir sehr gut gefallen hat, war diese historische Zuversicht trotz alledem, obwohl wir alle sehen, dass die Verhältnisse eher komplizierter werden und politisch wir heiklen Zeiten entgegengehen, Gemeinsamkeiten stärken, über Differenzen konstruktiv streiten und Unterschiede aushalten. Das ist vielleicht so eine Schlussfolgerung, die man aus dieser Diskussion ziehen kann. Und wir werden sie morgen für verschiedene Themenfelder dann vertiefen. Dann wird es auch für Sie Möglichkeiten geben, sich an dieser Debatte zu beteiligen. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei den Gästen hier auf dem Podium und würde Sie jetzt gerne zu unserem Empfang einladen mit Live-Musik. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen morgen.